Bosbach und Rach, die Wochentester. Die Geburtstagsüberraschung. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer ganz besonderen Folge der Wochentester. Mit vielen Überraschungen nämlich. Ich bin Uli Jörges und rolle gleich mit meinen Kollegen Luciano Falsetti, das ist unser Korrespondent in Neapel, und Jochen Maas, dem Mann aus Köln, den roten Teppich aus, denn beide Wochentester haben Geburtstag und das auch noch in derselben Woche. Wie bestellt, ja? Wahrscheinlich seid ihr auch in derselben Woche gezeugt worden. So. Genau. Für unsere Hörerin machen wir es jetzt ganz präzise. Christian Rach wurde am 6. Juni 1957 in St. Ingbert geboren und feiert seinen 65. Geburtstag. Und Wolfgang Bosbach wurde am 11. Juni 1952 in Bergisch Gladbach geboren und er feiert seinen 70. Geburtstag. Ja, und beide sind bis heute ihrer Heimat treu geblieben. Der eine, der ist immer noch ganz oft in seiner Heimat im Saarland, während sich der andere, wenn er nicht gerade auf Reisen ist, wo er oft ist, muss man sagen, mit einem herzlich willkommen aus Bergisch Gladbach meldet. Hallo, hier ist euer Producer Luciano, nicht zu verwechseln mit Lucky Luciano, direkt aus der neapolitanischen Schallzentrale. In Neapel haben die ihre Hände immer in den Taschen von Touristen. Aber bevor wir die beiden nun endlich in ihrer eigentlichen Geburtstagsshow begrüßen, müssen wir alle zusammen noch ein Ständchen ertragen. Ja, das gehört sich so, also Ohren zu und durch. Seid ihr bereit, Jungs? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Woche, liebe Tester. Happy Birthday to you. So, jetzt ein bisschen mit Swing, ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Wolfgang, lieber Christian. Happy Birthday to you. So, also herzlichen Glückwunsch, lieber Christian und lieber Wolfgang. Das wird eure Geburtstagsüberraschung heute. Denn ihr wisst nicht, was passiert. Aber ihr ahnt es natürlich schon. Ich verspreche, kein Virologe, kein Militärexperte und kein Lauterbach, aber vielleicht der eine oder andere Papst. Wir werden mal sehen. Heute kommen jedenfalls Menschen, die euch ganz besonders mögen. Ja, die gibt's wirklich. Und die bringen alle ihr eigenes Thema mit. Ja, ihr könnt euch heute ganz entspannt zurücklehnen, denn heute seid ihr zu Gast. Und immer mal wieder wird in dieser Folge das Telefon klingeln. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen mitraten, wer am anderen Ende der Leitung ist. Und dann gibt's noch ein paar Gratulanten, die wären gern dabei gewesen, hatten aber leider jetzt genau in diesem Moment keine Zeit. Die haben uns aber trotzdem ein paar Grüße für euch geschickt. Seid ihr bereit? Ja, ich bin wirklich gespannt. Die jetzt kommen, die haben sich schon die Zeit verkürzt durch ein oder andere Gläschen Alkohol, wenn ich das richtig verstanden habe. Mit denen starten wir jedenfalls. Es sind, liebevoll gesagt, Modern Talking heute in neuer Besetzung. Hier ist die Weisheit mit Löffeln, denn zum Geburtstag dürfen die verflixten Sieben natürlich nicht fehlen. Hallo nach Hamburg an Marcel Becker und heute in Vertretung für Stübi, André Kunert, beide von Radio Hamburg. Hallo, Grüße zurück auch an die Geburtstagskinder im Vorgespräch. Ich habe das jetzt eben sehr wohl gehört, dass ihr glaubt, wir würden Alkohol trinken, aber so wie ihr gesungen habt, nehme ich an, dass ihr schon Drogen genommen habt. Das war ja fürchterlich. Nee, ich fand's schön. Ich habe heute Morgen Müsli geschnupft. Ja, genau. Es war ein Kanon, an dem wir uns da versucht haben. Und wir starten in die verflixten Sieben mit den Teams Bosbach und Rach und Becker und Kunert. Und das Spielprinzip ist so, wie wir es schon kennen und auch unsere Hörer schon kennen. Ich stelle euch sieben Entweder-Oder-Fragen, die jedes Team mit einer klaren Meinung beantworten muss, und zwar als Team. Das heißt, jedes Team muss untereinander diskutieren, auf welche Position es sich einigt. Einmal darf jedes Team weder noch sagen, wenn es sich nicht einigen kann. Und wir haben natürlich wieder einen akustischen Countdown vorbereitet, der euch signalisiert, wann ihr euch entscheiden müsst. Ich sag gleich nochmal was zu den Fragen. Seid ihr bereit? Ist Wolfgang denn überhaupt da? Ich soll mich ja entspannen. Genau, zurücklehnen. Hatte ich gerade noch dazu aufgerufen, genau. Dann gehst du in die Meditationsphase.
Auf! Auf geht's! Die verflixten Sieben. Ja, und die sind natürlich in dieser Geburtstagsfolge, in dieser Geburtstagsüberraschung ganz besonders. Das Besondere heute, alle Entweder-Oder-Paare haben etwas mit dem Leben von Wolfgang Bosbach und Christian Rach zu tun. Wie sollte es zu diesen beiden runden Geburtstagen auch anders sein? Erste Frage. Wolfgang Bosbach ist auf der Straße groß geworden in Bergisch Gladbach. Das hat er selber mal in einem Buch gesagt. Deshalb die erste Frage. Land oder Stadt? Und wir fangen natürlich mit Wolfgang Bosbach an. Oh, jetzt hat der Christian wahrscheinlich Probleme mit meiner Antwort. Land. Denn Christian wohnt ja in der zweitgrößten Stadt Deutschlands. Ich wohne zwar in einer Stadt mit 110.000 Einwohnern, aber ganz am Stadtrand, ländlich, sittlich. Land, Christian. Ja, ich bin ja in St. Ingbert geboren. Das ist eine Stadt mit 30.000, 35.000 Einwohnern. Und was ich in Hamburg wirklich liebe, ist dieses unglaublich viel Grün. Deswegen, ich kann Land zustimmen. Dann gehen wir nach Hamburg. Land oder Stadt? Fragen wir in die Stadt Hamburg. Ja, ich bin ja in Berlin, in West-Berlin geboren und möchte da, um ehrlich zu sein, nicht wieder hin zurück. Ich bleibe in Hamburg und ich wohne im Außenbezirk. Deswegen sage ich Stadt mit Außenbezirk auf jeden Fall. Bitte nicht aufs Land. André? Ich muss dem genauso zustimmen, weil ich auch ganz im Norden von Hamburg wohne. Derbe viel Grün, Speckgürtel. Da hält keine U-Bahn oder keine Bahn. Das ist für mich dann schon Land. Ländlich. Sehr gut. Die nächste Frage. Ja, nur schüttel den Kopf. Ja, ich schüttel den ja, Kopf. Ja, genau, ja, ja. Genau. Mach mal ja, weiter. Ja. Wird jetzt noch viel schlimmer, ja? Wird noch schlimmer. Die nächste Frage, ja, ja. Die kommt nämlich direkt aus dem Leben von Christian Rach, der als Schüler gern Leberkässemmeln gegessen hat, die ein Metzger damals vor der Schule verkauft hat für 50 Pfennig. Deshalb die Frage. Fisch oder Fleisch? Wir fangen mit Hamburg an. Oh, das ist bei mir ganz einfach. Ich esse nichts, was aus dem Wasser kommt. What? Nichts. Das nichts, nichts, nichts. Fisch, no way, keine Muscheln, nichts, gar nichts. Wir müssen uns jetzt einigen. Nee, wir können auch entweder oder sagen. Isst du Fisch? Ja. Ich esse gerne Fisch, ja. Dann leider entweder oder. Ja. Okay, dann die Leberkässemmeln, Christian. Ja, beides sehe ich heute natürlich differenzierter. Fisch ist unglaublich belastet und Fleisch in der Massenproduktion ist überhaupt nicht meines. Deswegen bin ich wegen in selbst geangelter Fisch aus einem Fluss. Das ist schon was Köstliches. Also ich würde da zu Fisch tendieren. Wolfgang? Eindeutig Fisch. Eindeutig Fisch. Da hat der Fisch gut abgeschnitten. Trotzdem noch ein Hoch auf die Leberkässemmeln, die ein bisschen mal geschmeckt haben damals. Na, genau, wenn sie gut gemacht sind. Auch aus Fisch, oder? Die gibt's heute noch im Münchner Flughafen. Manchmal schmecken sie jedenfalls so. Ja. Das stimmt. Jetzt wird's ganz politisch und wir gehen wieder zu Wolfgang Bosbach. Der ist nämlich mit Tauglichkeitsstufe 2 gemustert worden in einer Zeit, als es die Wehrpflicht noch gab. Er wurde aber nie eingezogen. Deshalb die Frage, und wir beginnen mit Wolfgang Bosbach, also mit dem Team Bosbach und Rach, allgemeine Dienstpflicht oder keine Dienstpflicht? Dienstpflicht ja, aber freiwillig und nicht staatlich angeordnet. Halbes Jahr sozialer Dienst wäre wunderbar für das Verantwortung und das gesellschaftliche Miteinander. Und wenn man mal aus der Komfortzone raus muss, fände ich auch gut, ohne Zwang, sind wir uns einig. Dann fragen wir nach Hamburg, Marcel Becker und André Kunert. Ich würde sagen, rein aus erziehungstechnischen Maßnahmen zum gerade Rücken einiger würde ich auch sagen, ja. Ja, bin ich voll dabei. Mit Nachdruck klare sogar. Ansage. Das sagt gut. Der hier in leeren Bierflaschen steht. Okay, ihr habt euch auch vorbereitet auf diese Folge. Dann kommen wir zur vierten Frage. Nach das ganze Abitur. Studio ist doch vom Flaschenpfand bezahlt worden. Das klingt nach einigem. Ich habe gehofft, dass du nicht sagst, ist das voll von Flaschen. Das klang nach Wodkaflaschen, ehrlich gesagt. Ja, das Niveau wird deutlich angehoben. In ich kann Flaschen ja. Nach dem Klang unterscheiden. Da war Wodka drin. Ganz genau. Ja.
Sehr schön. Nach dem Abitur ist Christian Rach nach Hamburg aufgebrochen, um dort den Zivildienst zu machen und zu studieren. Mathematik und Philosophie hat er studiert. Christian hat während des Studiums aber immer gearbeitet und sich kurz vorm Examen zum Leidwesen der Eltern fürs Kochen entschieden. Dem ist er dann auch treu geblieben. Deshalb die vierte Frage. Wir fangen vielleicht mal in Hamburg an. Studium oder Ausbildung? Ich habe verzweifelt versucht zu studieren, 4 Semester Germanistik und Geschichte an der FU in Berlin, ohne einen einzigen Schein. Habe dann eine Ausbildung bei Gruner und Jahr in Hamburg gemacht. Für mich ist ganz klar Ausbildung. Ich war da realistisch, habe gar nicht erst probiert zu studieren, Ausbildung. Wir haben letzte Woche in unserem Podcast über den extremen Handwerksmangel gesprochen und ich habe damals angemerkt, dass wir heute versuchen, das Bildungsniveau zu senken, damit alle studieren. Großer Fehler. Ausbildung ist grandios, hat Zukunftsperspektive. Ich sage auch Ausbildung. Ich habe ja beides hinter mir, Ausbildung und Studium, wobei beim Studium meine Professoren hartnäckig der Meinung waren, ich hätte eine Art Fernstudium betrieben, was auch nicht so ganz richtig ist, aber wenn ich mich entscheiden muss, Ausbildung. Und das alles genau noch in unserem Countdown. Wir kommen zur fünften Frage und die geht zuerst an Wolfgang Bosbach. Die Anfangszeiten des Privatfernsehens sind nun unser Thema, denn eine Sendung hat Wolfgang Bosbach besonders gern gesehen. Beide liefen bei RTL. Der heiße Stuhl oder Tutti Frutti? Was war das zweite? Habe ich noch nie gehört. Das war eine Kochsendung, die hieß Tutti Frutti. Das hat mit Einzelhandel zu tun haben. Ja, so was. Kochsendung, Tutti Frutti. Nein, also ich bin ja nicht lebensmüde. Also selbstverständlich der heiße Stuhl. Ich kenne Hugo und Egon Balder überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was der moderiert hat. Ja, ja, also ich glaube, du als rheinische Frohnatur, du warst so glücklich, dass es Tutti Frutti gab. Ich würde sagen, das war Tutti Frutti, du. Also weder noch. Dann frage ich mal nach Hamburg. Was habt ihr denn geguckt in den Anfangszeiten des Privatfernsehens? Naja, heißer Stuhl oder Tutti Frutti? Wir sind natürlich hier Vollblutjournalisten. Ist doch völlig klar, was wir geguckt haben. Nee, ist klar. Also ich habe Tutti Frutti tatsächlich einmal geguckt mit meinem besten Freund, volltrunken mit 3D-Brillen und fand das als Erlebnis eher so semi. Meine Freundin fand es auch semi, als sie nach Hause kam und uns davor fand. Ich fand den heißen Stuhl wirklich richtig gut. Tutti Frutti fand ich völlig albern. Ich kenne auch nur die Neuauflage vom heißen Stuhl. Tutti Frutti nie gesehen. Ich ziehe den Altersschnitt hier, glaube ich, so runter. Der heiße Stuhl, ja. Und man muss dazu sagen, der 3D-Effekt, der war ja auch immer enttäuschend. Nicht nur bei Tutti Frutti, sondern enttäuschend. Auch bei anderen Sendungen. Auch nüchtern. Ja, das stimmt. Gott, auch nüchtern, ihr genau. Lügt ja alle wie gedruckt. Nein, das stimmt, das ist keine Lüge. Ja. Das ist wirklich, ausnahmsweise muss ich mal sagen, keine Lüge. Doch. Nein. Also ich habe weder Tutti Frutti noch heißen Stuhl gesehen, weil ich habe nur gearbeitet immer. Oh. Oh. Ja, ja, wenn ihr abends ausgegangen seid, habe ich in der Küche gestanden, so war das. Und dabei Fernsehen geguckt, gib's zu. Ja. Du hast eine Ahnung. Als würdest du unseren Ablauf kennen, hast du eine wunderbare Überleitung gemacht, Christian, zur sechsten Frage. Denn nach mehr als 27 Jahren in der Gastronomie mit durchschnittlich 80 Stunden Arbeit in der Woche, ja, kocht Christian heute, also er berät ja mehr, aber er kocht heute bevorzugt zu Hause. Deshalb die Frage, die jeden hier in der Runde betrifft, zu Hause kochen oder essen gehen? Wir fangen vielleicht mal mit Hamburg an. Zu Hause kochen finde ich eine ganz tolle Partnerbeschäftigung. Das Essen ist fast Nebensache noch am Ende. Alle zusammen schnibbeln und dann was kochen, was schaffen, was dann auch noch schmeckt. Geil. Ich kann nicht kochen, ich koche auch nicht gern. Meine Frau kocht hervorragend. Ich gehe auch sehr, sehr gerne essen. Local Hero in Bergedorf, Olivo, kann ich nur empfehlen. Aber wenn zu Hause meine Frau kocht, ist natürlich das Schönste. Mhm. Ja, also ich finde auch, zu Hause mit guten Produkten, frisch gekocht, geht nichts drüber. Ich weiß, was drin ist, aber ich gehe natürlich auch gerne aus. Das ist wirklich so. Und mit Wolfgang am Tisch zu sitzen in einem Restaurant macht auch unglaublich viel Spaß. Aber ich sage auch zu Hause. Zu Hause gerne, wenn ich es nicht gekocht habe. Ansonsten gehe ich gerne aus essen, aber... Vor allen Dingen, wenn meine Frau ist natürlich auch eine super Köchin, aber wenn meine Schwiegermutter am Herd steht, dann kann kein Restaurant mithalten.
Die siebte und letzte Frage. Wir wissen nämlich, dass Wolfgang Bosbach regelmäßig in einer Grundschule vorliest und sicherlich bald auch wieder zu Hause vorliest. Thema Enkel. Deshalb die siebte und letzte Frage. Lesen oder Fernsehen, Christian? Natürlich lesen. Wir haben bei uns zu Hause auch, es war Ritual. Jeden Tag wurde gelesen, vorgelesen, Bücher. Und unsere Tochter verschlingt heute im fortgeschrittenen Alter immer noch Bücher, und zwar nicht elektronisch, sondern wirklich in der Hand ein Buch zu halten, und sie kann mit Sprache umgehen und Textverständnis. Also Vorlesen ist die Grundlage, um in der Welt klarzukommen. Jawohl, lesen, lesen, lesen. Kleiner Werbeblock, bin ich verwandt mit dem Autor oder dem Verlag, Der Gardinenmann von Jan Weiler. Ein wunderbares Buch. Vorlesen, ich habe immer die Krise bekommen, wenn ich den Kindern immer dieselbe Geschichte vorlesen musste. Und dann habe ich mal versucht, gut zu argumentieren, warum soll ich die Geschichte vorlesen, wenn du sie kennst? Oder dann habe ich mal versucht, einen Satz wegzulassen oder ein Wort umzustellen. Sofort brach bei den Kindern die Panik aus. Aber der Zugang zur Literatur, zum Lesen, ist so wichtig für das spätere Leben. Also Lesen und Vorlesen, ja. Und ich glaube, der Gardinenmann ist der Marquisenmann, ne, von Jan Weiler, glaube ich, oder? Entschuldigung, Gottes Willen, Gottes Willen, der Marquisenmann. Jetzt kommt gleich die... Genau. Ja, deswegen sieht doch der Umschlag so wild aus, ja, weil Marquisen genau in dieser fürchterlichen Farbkombination im Ruhrgebiet verkaufen muss. Wolfgang, du hast an die Ardo-Gardinen mit der Goldkante wahrscheinlich gedacht. Ja, genau, an die habe ich gedacht. Ja. Ja. Lesen oder Fernsehen? Wie sieht's denn in Hamburg aus? Was wird da am liebsten getan? Also ich gucke sehr viel fern, viele Serien, aber ich lese bestimmt 4 bis 5 Bücher pro Monat. Pro Tag. Ja, weil ich ja nichts zu tun habe. ich lese mittlerweile auf dem Reader und dadurch lese ich noch mehr, kann ich jetzt nur für mich sprechen. Und ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen in diesem Land, der tatsächlich die Buddenbrocks von vorne bis hinten gelesen hat und es sogar gut fand. So, von welchem Autor? Na, jetzt André, Schulbildung, mal ganz schnell. Thomas Mann. Wow! Puh, das stimmt. Nein, ich lese sehr viel, aber leider viel zu wenig normale Literatur, immer nur Nachrichten, Zeitungen und all so ein Krams. Und dann versuche ich mal abzuschalten. Ich stimme aber Lesen zu, ist derbe wichtig. Derbe ist ein wichtiges Wort auch. Derbe wichtig. Damit gehen wir in diese weitere Geburtstagsüberraschung. Ich glaube, wir haben uns jetzt alle ein bisschen locker gemacht mit den verflixten 7. Danke nach Hamburg, dass ihr auch bei dieser ganz besonderen Geburtstagsfolge dabei wart. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, Männer. Dürfen wir noch eine Frage stellen? Aber immer doch. Wolfgang war richtig heute Abend um 19 Uhr bei dir, ne? Ja, ist richtig. Ihr seid herzlich willkommen. Ich habe die Haustürklingel in Kniehöhe angebracht, denn wenn ihr kommt, kommt ihr ja nicht mit leeren Händen. Ja. Bis nachher. Ciao, ciao. So, ihr Schlingel. Danke fürs Mitspielen. Ja, danke für die Einladung. Ciao. Danke. Glückwunsch. Danke, ciao. Tschüss. Nach dieser kleinen Märchenstunde zum Aufwärmen, alle haben immer nur Bücher gelesen, nie Tutti Frutti geschaut und essen am liebsten bei der Mama zu Hause. Wer glaubt denn sowas? Da wird es jetzt ein bisschen ernst. Die Sternleser. Ja, die schon, da habt ihr recht. Ne? Aber nur noch die. So, jetzt. Nehmt ein bisschen Haltung an, ne? Denn werdet ihr mal bitte in euch gehen, einen Moment euch in euch versenken, hinhören. Sammeln. Hier kommt nämlich die erste Gratulantin. Bosbach und Rach, die Wochentester. Die Geburtstagsüberraschung. Einen wunderschönen, sonnenumstrahlten Geburtstagsgruß möchte ich euch senden. Dir, lieber Wolfgang Bosbach, zum kugelrunden 70. und Ihnen, lieber Christian Rach, zum 65. Ich schicke Ihnen die allerbesten Grüße aus Berlin. Ich stehe gerade auf der Terrasse des Bundeskanzleramts und da schaue ich rüber auf den Deutschen Bundestag. Und dann muss ich natürlich an Wolfgang Bosbach denken. Und ich erinnere mich
noch, lieber Wolfgang, an deine letzte Rede im Bundestag, wo du gesagt hast, viele werde ich vermissen, sogar Claudia Roth irgendwie. Das hat einen Lacher gebracht, wie viele deiner Reden Lacher gebracht haben. Aber ich habe dich nicht vergessen. Und ich hoffe, du behältst dir deinen wunderbaren Humor. Ich hoffe, du behältst dir deine Leidenschaft für großartigen Fußball. Deswegen liebst du ja nicht nur den FC Köln, sondern auch den FC Augsburg. Das gibt jetzt kein Lachen, sondern eine Träne. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können und dass wir dann richtig anstoßen können auf deinen kugelrunden Geburtstag, auf dass es dir gut geht, auf dass du nach vorne blickst, auf dass du immer mal wieder einen Ball aufs Spielfeld der Politik spielst, auch mal reingrätscht, wenn es sein muss. Und lieber Christian Rach, ich sende Ihnen ebenfalls ganz, ganz herzliche Grüße. Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie jetzt auch noch das Geburtstagsessen vorbereiten für Wolfgang und für Sie selber, dann ist es ganz, ganz, ganz viel mehr als ein Geburtstagsmahl, sondern dann ist da viel Philosophie dabei und viel kluges Nachdenken über eine Zukunft, die uns heute ziemlich viel Sorgen macht. Aber das ist nicht das Thema. Heute wird gefeiert. Alles Gute zu Ihrem Geburtstag und zu deinem Geburtstag. Ja, das war unüberhörbar der Auftakt zur Geburtstagsüberraschung mit der Staatsministerin im Bundeskanzleramt, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Kabinett Scholz-Donnerwetter. Das sind Titel, ja. Hier können wir gleich ein bisschen die Ungerechtigkeit der Geschichte besichtigen. Denn sie ist ja stolz drauf, dass sie vom Kanzleramt auf den Bundestag, auf das Reichstagsgebäude guckt, wo mal Wolfgang Bosbach gesessen hat. Es hätte ja eigentlich auch umgekehrt sein können, dass Wolfgang Bosbach aus dem Kanzleramt zu Claudia Roth in den Bundestag schaut. Wäre auch nicht so übel gewesen, oder Wolfgang? Wäre nicht so übel gewesen. Aber da stand eine gewisse Frau dazwischen. Ja, eine gewisse Frau, über die wir heute nicht reden wollen, denn wir wollen ja heute feiern. So, den offiziellen Segen der Regierung hat diese Geburtstagsfeier also und viele, viele werden noch vorbeikommen. Hören wir doch mal, wer noch dabei ist. Hallo? Hat's Telefon schon geklingelt? Ich wähle an und wir haben gleich eine Dame, die sich anonym meldet und weiter verbindet, aber nicht sagt, wohin. Hallo, ich würde Sie mit dem nächsten Gratulanten verbinden. Ja, sehr gerne. Moin, Wolfgang Kubicki. Hahaha. Wie schön. Moin. Mit der kleinen Nachtmusik. Mit der kleinen Nachtmusik. Hallo. Ja. Wolfgang Kubicki ist am Apparat. Das ist unser erster Gratulant und Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind auch schon in der Leitung. Die haben jetzt diesmal keine Fragen, aber vielleicht haben Sie ein Thema mitgebracht, Herr Kubicki, mit dem, über das Sie mit den beiden sprechen wollen. Ich habe momentan eigentlich nur traurige Themen von Ukraine-Krieg über Pandemiebekämpfung bis zur Inflation. Aber noch ein erfreuliches Thema, gemeinsam Geburtstag feiern. Das ist ein richtig schönes Thema. Meine ist schon lange an mir vorbeigezogen. Ich habe gar nicht gewusst, dass du jünger bist als ich. Das macht mich fertig jetzt. Ja, das sieht ja auch keiner. Ich muss mal als der Älteste in der Runde fragen, lieber Wolfgang Kubicki, was macht eigentlich den Unterschied aus? Hast du ja schon durchlebt. Den Unterschied aus in der Weisheit der Persönlichkeit zwischen 70 und 65? Nichts, außer dass die geistige Fitness bleibt, aber die körperliche Fitness nachlässt mit von Jahr zu Jahr. Das heißt, man trinkt vorsichtiger. Man bewegt sich vorsichtiger. Ich jedenfalls bewege mich vorsichtiger. Und das merke ich übrigens auch beim Golfspiel. Und Wolfgang Bosbach wird das auch noch merken mit seinem jugendlichen Alter. Darf ich hier was verraten, was ganz Geheimes über dich? Ja. Wolfgang Kubicki hat beim Golf gegen den Weltmeister im Blindengolf verloren. Wer hat dir das erzählt? Das ist eine Unverschämtheit. Du hast mir das erzählt. Genau, in der Toskana. Habt ihr das kapiert? Der hat gegen den Weltmeister blinden Golf verloren. Ich habe mir erklären lassen, das spielt sich folgendermaßen, sind sie alle ganz betreten, weil sie denken, hier ging es um Behinderte und da darf man nichts Falsches sagen. Der Weltmeister im Blindengolf hat einen Menschen neben sich stehen, der ihm sagt, wohin er schlagen soll. Und das tut er verdammt gut, wie man sieht. Stimmt's? In der Tat, also wie man sieht, ist jetzt die falsche Erklärung, aber in der Tat ist es wirklich überraschend, überraschend festzustellen, dass der nicht nur ausgerichtet wird, sondern offensichtlich der Begleiter ihm auch ungefähr sagen kann, wie weit geschlagen werden muss. Und das Faszinierende ist, dass jemand, der nicht sieht, tatsächlich nicht sieht, in der Lage ist, durch körperliche Bewegung und durch Training
die Bälle tatsächlich so zu schlagen, dass auch ein erfahrener Golfer nur staunen kann. Also eigentlich, wenn man das jetzt mal auf die Politik überträgt, bist du seit Jahrzehnten ein blinden Golfer in der Politik. Du triffst immer. Ja. So, jetzt will ich aber mal fragen, ihr kennt euch aus dem Bundestag, gab es da so einen Club der unabhängigen Geister? Und nein, ja, eben nicht. Eben nicht? Eben nicht. Was heißt das? Eben nicht. Leider waren wir nie zusammen im Bundestag. Ihr wart ja, nie zusammen abgesehen im davon, Bundestag? Abgesehen davon, dass der Club der unabhängigen Geister im Deutschen Bundestag schon nicht gegründet werden könnte, weil er mindestens 7 Mitglieder braucht. Und die gibt es nicht. Das war stimmt gut. Ja. Wolfgang Kubicki ist ja erst ganz kurz im Bundestag. Das stimmt ja. Ja, das ist ja ein Jungspund. Sehr schade, ne? Sehr schade. Parlamentarisch oder im Bundestag. Also zunächst einmal muss ich sagen, bin ich 32 Jahre in Parlamenten. Es gibt ja auch noch andere Parlamente außer den Deutschen Bundestag. Davon 25 Jahre in einem Landtag. Und seit 2017 bin ich jetzt im Deutschen Bundestag. Und freue mich immer wieder, dass ich den mit meinen unbotmäßigen Zwischenrufen und Feststellungen, die ich von Wolfgang Bosbach aus der Distanz gelernt habe, auch nach wie vor Heiterkeit erzeugen kann. Wie habt ihr denn dann miteinander zu tun gehabt über die Distanz? Der eine im Bundestag, der andere im Landtag? Ja, zunächst einmal, Wolfgang, wenn ich das sagen darf, einfach nur immer über Medien. Und dabei habe ich jedenfalls festgestellt, dass vieles von dem, was Wolfgang Bosbach denkt, auch wenn er eine konservative Socke ist, gar nicht so weit entfernt ist von dem, was ich denke. Vor allen Dingen hat mir immer wieder gefallen, dass er ähnlich wie ich auch innerhalb der eigenen Partei keine Rücksicht darauf genommen hat, zu einem Karrierefeigling zu werden. Und das macht wirklich auch verbringt Achtung, und dann haben wir uns tatsächlich auch getroffen und haben festgestellt, dass wir uns mögen. Wir haben uns auf Mallorca getroffen, wir haben uns bei Veranstaltungen getroffen, wir waren in Frankfurt gemeinsam auf einem Laufsteg als Models, das war ja auch der Beginn einer neuen Karriere. Ach, können wir das mal ein bisschen näher geschildert bekommen, auf dem Laufsteg? Wer hat was vorgeführt? Wolfgang Bosbach sicher die Bademoden, oder? Nein, ich hatte schon ordentliche Anzüge an und ein Smoking. Ja, aber Wolfgang Bosbach war in der Bademode. Ja. Maßgeschneidert von einem Frankfurter Schneider. Von einem Görner. Von einem Görner, gut, wir können das ja sagen, der auch wirklich gute Sachen herstellt. Und diese Veranstaltung diente immer einem guten Zweck. Da wurde im Rosengarten eingeladen und die Leute, die dort waren, mussten dann auch ordentlich Eintritt bezahlen. Und das Geld wurde gesammelt und gespendet für die Unterstützung von notleidenden Menschen in Frankfurt. Und das Faszinierende ist, neben den bekannten Menschen wie Wolfgang Bosbach und mir wurden auch für jeden Monat Menschen aus ganz normalen Berufen von dem Maßschneider eingekleidet und fotografiert. Und dann konnte man sehen, dass tatsächlich Kleider Leute machen. Und das war auch ein faszinierendes Köche. Projekt. Hat mir gut gefallen, Wolfgang Bosbach gut gefallen. Vor allen Dingen habe ich dabei auch festgestellt, dass er extrem hübsche Töchter hat. Und vermutlich auch in der Badehose sehr schöne Beine, kann ich mir vorstellen, oder? Also er sieht in jeder Kleidung gut aus, auch ohne Kleidung. Ich habe ihn beim Umziehen beobachten können. Also man kann ihn auch noch vorzeigen. So ist das. Ja, ich musste ihm mehrfach auf die Finger klopfen. Genau. Und dann muss man sagen, dann ist natürlich, wir sind beides Scheurebe-Preisträger der Stadt Alzey. Und Uli, ich glaube, du warst ja auch dabei, als die Laudatio von mir gehalten wurde und seine Antwort genauso brillant war und die Antwort darauf auch noch so brillant war, dass der Bürgermeister gesagt hat, wir müssen niemand anders mehr einladen. Ihr Politiker kennt ja keine Rücksicht. Ich bin auch Scholl-Preisträger. You know. Ja, du bist ja der Anlass dafür, dass wir es auch geworden sind, weil du natürlich dich auch in der Sonne der bekannten Politiker sonnen wolltest. Aber es war jedenfalls so lustig miteinander. So lustig miteinander, dass, wie gesagt, die Stadt Alzey erklärt hat, eigentlich braucht man keine weiteren, es reicht. Denn 600 leicht nach einer Weinprobe leicht angesäuselte Teilnehmer standen auf dem Tisch und haben dauernd Zugabe gerufen. Ja. Das konnte deshalb nicht vollzogen werden, weil du, Wolfgang, du weißt es, noch nach Freiburg weiterreisen musstest. Und ich habe dir gesagt, das ist, wenn man in Alzey ist, muss man da übernachten und da bleiben und den Abend auch nochmal erleben. Beim nächsten Mal einfach. Jetzt muss ich nochmal auf Christian Rach zu sprechen kommen. Kennst du Christian Rach? Ja, ich kenne ihn aus dem Fernsehen. Ich kenne ihn aus verschiedenen Veranstaltungen, auch aus jetzt dem Podcast, der hier gemacht wird. Persönlich sind wir uns, es kann sein, dass wir uns einmal begegnet sind. Ich musste ja früher auch so in Fernsehkochshows mich verdingen. Wenn Christian Rach das jetzt zum Anlass nehmen würde, zu sagen, das müssen wir aber dringend nachholen, lieber Wolfgang Kubicki, ich lade Sie zum Essen ein und werde selbst was kochen. Das würde er jetzt vermutlich gleich sagen. Was würdest du dir da wünschen? Beim Kochen? Beim Kochen? Wenn er kochen würde, das, was er am besten kann. Ich suche mal ein Restaurantzimmer nach. Nee, das ist jetzt zu feige. Was soll er dir kochen? Also, wie wär's mit einer Kohlroulade?
Das mache ich für Angela Merkel schon. Ach du, dann ist, um Gottes Willen. Die weiß dann auch, was gut ist. Also ich bin ja ein absoluter Kohl-Fan. Alles, was mit Kohl zu tun hat. Ja, da gibt es tolle Dinge. Gibt's noch was? Gut. Also umgekehrt, Entschuldigung, ich würde fragen, lieber Wolfgang Kubicki, was machst du denn gar nicht? Das würde ich fragen, damit ich, wenn ich dann Wolfgang Kubicki einladen würde, nicht ins Fettnäpfchen treten würde. Weil wenn man irgendwas macht, was der Gast, die Gäste nicht mögen, dann ist das fatal. Also das, die Information, die würde ich mir vorher einladen. Nehmen und deswegen die Frage. Also ich würde immer sagen, lieber Fleisch als Fisch. Ich esse natürlich auch Fisch, aber lieber Fleisch als Fisch und alles weitere. Was isst muss du gar man nicht? Denn, muss man an der Kreativität des Kochs überlegen. Lieber kein Lamm. Ja, aus das kann ich mich erinnern. Der war nämlich mal bei mir zum Essen eingeladen. Ich hatte Lamm gemacht und das war natürlich eine Bauchlandung. Lamm ja, ist aber auch gefährlich, muss man sagen. Ja. Ich habe das nicht gegessen, sondern mehr Wein getrunken. Insofern hat sich das ausgeglichen. Hat sich sowieso gut ausgeglichen, alles. Aber das würde mich freuen. Also ich würde eine solche Einladung selbstverständlich annehmen, wenn sie denn ausgesprochen würde. Wird sie jetzt ausgesprochen? Ja, sehr gut. Wir arbeiten daran. Damit würde ich sagen, steht doch die Essenseinladung. Und wir bedanken uns für den ersten Gratulanten. Es stehen schon ein paar in der Warteschlange. Ja, lasst euch einfach mal überraschen. Ich bedanke mich beim stellvertretenden FDP-Chef und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, der im März, das kann man hier an dieser Stelle durchaus mal sagen, ja selbst 70 Jahre alt geworden ist und zu seinem runden Geburtstag in einem Zeitinterview gesagt hat, Durchhaltefähigkeit ist vielleicht die wichtigste Eigenschaft, die Sie in der Politik brauchen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Alles Gute, Wolfgang. Und tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Durchhaltefähigkeit ist auch eine Eigenschaft, die für unseren nächsten Gratulanten gilt. Hören wir doch mal, wer in der Leitung ist. Bosbach und Rach, die Wochentester. Die Geburtstagsüberraschung. Ja, hallihallo. Also ich bin auch dabei heute als Gratulant und so. Toll, dass ihr mich gefragt habt, dass ich dabei sein kann. Wolfgang Bosbach, der alte Politiker, Legende, ne? Ist eine Legende in Deutschland und Christian Rach, der alte, der Tester, ne? Restaurant, ne? Machst du richtig Krach, dann kommt der Rach und so, ne? Ja, also wirklich auch tolles Altern und da kann ich mich natürlich auch mit einbringen, weil ich bin das auch, ne? Ich hab jetzt dieses Jahr meinen 76. Geburtstag gefeiert, das ist im Mai 76, ne? Ist auch ein Alter, ne? Da seid ihr die jungen Hasen, ne? Und das heißt 24 Jahre, da ist der Udo 100, ne? 100. Ja, ist ja langsam die Hälfte rum, wie ich immer so schön sage, ne? Also ihr habt noch einiges vor euch und ich wünsche euch alles, alles gut. Ich sag nur so hier so Happy Birthday to you, ne? Ist geil und so. Und ich habe hier noch einen Kollegen in der Leitung, weil ich mache auch, ne? Also Podcast. Podcast ist ja der neue geile Scheiß jetzt, ne? Macht jeder. Und ich habe auch hier so einen Legenden-Podcast, ich und Herbert Grönemeyer. Ne, wir nennen den Podcast und hängt der Arsch in Falten, wir bleiben doch die Alten, ne? Also schon auch mit ein bisschen Humor. Und so, und ich rufe mal hier in der Leitung rein. Herbert, bist du da? Ja. Ich bin da, Udo, alles klar, so. Ja, und ich bin gerade ein bisschen niedergeschlagen, ich geb's ehrlich zu, ich habe nämlich meine Tour absagen müssen. Mensch, 20 Jahre und ich bin jetzt hier in Corona, bin in Quarantäne, aber trotzdem alles, alles Gute zum Geburtstag für Christian Rach und Wolfgang Bosbach. Freut mich, dass ich dabei sein kann und finde ich ganz toll, dass ihr das so hinkriegt. Und ich sing mal auch ein kleines Geburtstagsständchen. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, heute feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir zusammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Oh, das ist schon, macht Spaß. Also alles Gute, auch von mir. Ja, alles klar. Danke, Herbert, und dir noch gute Besserung, ne? Das wird wieder, wir kommen wieder auf die Beine, ne? Ich habe hier noch einen anderen Kollegen hier in der Leitung, das ist hier der Till. Der Till, weil wir drehen gerade, ich und Herbert, wir drehen jetzt einen Film, da geht's auch um so alte Rocklegenden, also es ist ein bisschen so, soll die Tour begleiten und so ein bisschen zeigen, was wir jetzt machen. Und der Herbert, der alte Jammerlappen, kann ja nicht dabei sein, ne? Jetzt im Moment, das heißt, ich bin mit Till alleine und der Till, wo ist denn der Till? Der Till Schweiger, ne? Kennt er bestimmt. Ja,
Also ich will ja so erzählen, dass also auch von mir alles Gute zum Geburtstag kommen, dass wir das also jetzt zusammen feiern können. Das ist ein geiler Podcast. Ich hatte das schon ein paar Mal gehört und ich weiß, das ist eine schwierige Sache in diesen Jahren, weil alles ist so digitalisiert und ja, wir machen jetzt gerade einen Film, ich, Herbert und Udo. Und wir fragen. Ja, alles klar. Alles klar? Alles klar, Till, ich sehe gerade, die Zeit ist um, ne? Wir müssen leider Schluss machen und nee, den Irrsinn hier aufklären. Das ist natürlich ja, nicht der Udo, ne? Und der Herbert, oder? Ne, ist doch nicht. Ist doch nicht der echte. Wer ist das? Ja, wer ist das? Jörg Knör. Knapp daneben. Oder Jörg Hammerschmidt. Okay, ich bin auch nicht erzählt. Einer von den beiden. Bin natürlich ich, ja, der Ingo Appelt. Ingo Appelt, der Komiker, der Parodist, der Spaßmacher. Und ich freue mich natürlich, Wolfgang Bosbach, Boss natürlich, der Boss. Ich muss mal gratulieren und auch dem Christian Rach. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Von mir, vom, ja, momentan auch auf Tour befindlich. Also Herbert hätte mich ja mal fragen können, ob ich nicht für ihn einspringe. Hätte ich die 20 Jahre Mensch-Tour, ne? Und ein Mensch ist Mensch, ne? Das ist, ne? Es ist okay. Alles auf dem Weg und Herbert muss zu Hause bleiben. Also ich freue mich für euch. Feiert noch schön und alles, alles Gute von mir. Ich bin jetzt auch schon 55. Ich möchte mal so fit bleiben, wie ihr beiden seid. In diesem Sinne, alles, alles Gute von mir. Ciao. So gut, das gibt's doch gar nicht. Oben klar, unten dicht. Das war Ingo Appels. Genau, da ist ja also, ein extra Applaus. Hat er ganz toll gemacht. Das hat er ganz toll gemacht. Bravo, genau. Bravo. Jetzt haben wir noch einen per Gruß in der Leitung, Luciano. Und wir können versprechen, der ist echt. Und wie echt er ist. Ich wähle ihn jetzt gleich an im Hotel. Er meldet sich ohne Namen und ihr werdet ihn garantiert erkennen. Ja. Nicht nur die beiden Geburtstagsgäste werden überrascht, sondern auch der Moderator fällt von einer Ohnmacht in die andere. Also, ich lerne, wir sprechen jetzt über Fußball. Das tun die Wochentester ja manchmal und dann läuft es immer alles emotional aus dem Ruder. Wir haben uns gedacht, Wir haben uns gedacht, in der Geburtstagsfolge brauchen wir eine Klammer, die diese geballte Sportkompetenz stimmgewaltig zusammenhält. Unvorstellbar, dass unser nächster Gratulant vor einem Mikrofon mal schimpfend weggelaufen wäre wie Toni Kroos. Er ist eher ein schüchterner Gratulant. Deshalb fragen wir ganz vorsichtig: Hallo, wer ist denn dran? Hallo, hier ist ein kleiner Fußballbekloppter. Der war früher dick, ist jetzt schmäler. Und ich bin ein sehr guter, enger Freund von Wolfgang Bosbach und auch meinem Jurymitglied bei Gilden Hensler, Christian Rach. Oh, eine Klammer für beide. Sehr gut. Kalli, mein Freund. Ja, ich wollte nicht versäumen, euch zwei sympathische Drecksäcke zu den großen Geburtstagen gratulieren. So Christian, du bist der Jüngste. Normal fangen wir mit der Aale an, oder der Aale grill ich am letzten. Ne? Ganz nach deinen Kochmanieren. Also Christian, ich weiß ja, du bist ja echter Saarländer in St. Ingbert, einer wunderbaren Stadt, kleinen Stadt geboren. Ich bin mittlerweile seit über 10 Jahren sehr zufriedener, Wahlsaarländer. Ich wusste gar nicht, dass Saarländer so nette Typen sind. Ich sehe ja so ein bisschen wie Rheinländer, Hauptsache gut gess und lebe ist wichtig und all diese Themen. Und meistens sagen die ja immer, Wolfgang oft hatte das auch und so ist, der Kalli und der Rach, der an sich andauernd bei Gilde Hensen der Wolle. Das stimmt eigentlich so gar nicht. Wir machen zusammen ein Fernsehprogramm als Juroren, das heißt Grill den Hensler. Und während der Christian natürlich dann auch gemäß seinem Beruf, das war eine erfolgreiche Sternekoch, hatte Restaurantsbesitzer beteiligt und auch sehr, sehr viele erfolgreiche TV-Shows vorher gemacht. Jetzt sitzt er bei Grill den Hensler, wenn wir dann da rauskommen und probieren, was am Teller ist, dann ist der natürlich mehr mit seinen fachmännischen Augen dabei. Mit der Fingerspitze, weil Drobdöne gucken und so weiter, rummeckern, das ist nicht gut. Und ist natürlich auch ein bisschen Optik, aber wie gesagt, er sieht das natürlich, was auch richtig ist für die Sendung, dann meistens etwas kritischer, so manchmal lobt er uns, dann hätte er einen Mücki besser, da wird er freundlich, aber er hat ja eine andere Aufgabe wie ich, denn bei mir ist wichtig, sieht das optisch gut aus und schmeckt und ist das der Teller voll. Ob, ne? Und nicht ist der Teller voll, du Dreckstag. Ich esse nur noch die Hälfte. So, ne? Also, und dadurch sagen mir auch immer, das muss ich sagen,
hinter der Bühne oder privat habe ich mit dem Christian ein völliges freundschaftliches Verhältnis. Und deswegen wünsche ich dir, Christian, zu deinem 65. Lebensjahr alles, alles Gute, bleib gesund, dass wir noch lang zusammen uns für die Kamera ein bisschen zänke können und hinter der Kamera ein bisschen schunkeln. Ne? Ja, das ist ganz okay. Darf ich nur eine Sache sagen für die Zuhörer und Zuhörer? Ja. Das, was wir da machen, das ist nicht gestellt, das ist nicht von der Redaktion irgendwie gebrieft, sondern es entsteht wirklich dann aus uns beiden heraus. Und das ist ja das Schöne dann daran, dass wir uns dann da kappeln können und hinterher trinken wir ein Gläschen Eierlikör. Ja, und das läuft ja auch dann mit der Quote. Wir sagen, was wir wollen, wir kriegen keine Texte vorgeschrieben. Da wären wir auch gerne mit dabei, glaube ich, Christian. Würde sagen, hol dir ein paar Schauspieler, wenn ich da uns checke. So ist ne? es. Ja, Wolfgang, wir sind ja, du bist jetzt 70. Ich weiß ja, dass ich 73 bin. Langsam küssen wir wieder näher mit der vorderen Zahl. Und wir sind ja sehr, sehr lange befreundet. Du weißt, dass ich dich als Politiker großartig finde. Ich bin nicht auf Parteien gemünzt, ich bin ja schwarz-rot-gold und habe in meinem Leben auch nur rote oder schwarze Bundeskanzler gewählt. Das muss ich sagen, aber neben deinem wirklich klugen, erfolgreichen politischen Arbeit hast du ja auch hochwertige andere Jobs gemacht. Ob du jetzt Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, FC, Mitglied, weißt du, beim Fernsehrat, beim ZDF, die ganzen Talkshows bei, aber beim, ich will, kann ich ja nicht abrechnen, dann geht mir der Zickflehe, was du alles machst. Aber alle, die ich kenne eigentlich, mindestens 99%, das ist wie 100, loben dich, die wünschen, dass du noch immer in der Politik bist, dass du noch immer dabei bist. Und ich sag dann immerhin, der ist nicht nur fachlich gut und der ist nicht nur rhetorisch gut, der hat ein großes Herz. Wenn ich mit dem auflaufe, kann ich sagen, wenn du bei dem der Schädeldeckel oben ist, dann siehst du, dass die Rätsche sich richtig drehe. Denn das ist die wichtigste Voraussetzung, dass Leute, die vorgewiegen, und da stehst du auch, Wolfgang, bei aller Arbeit bist du selber schuld, auf der Sonnenseite des Lebens stehen, kommt nicht drauf an, dass die ein soziales Engagement für Kinder und ältere Menschen machen, engagiert machen, überzeugt machen, die auf der negativen Seite. Da ist es egal, ob die Rentnerin 2 € und die Firma 5.000 € gibt, was ich bei dir wirklich auch schätze, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Überzeugung du auch an der Front dabei bist, nicht nur Kontakte spielen lässt, nicht nur rhetorisch gut ist. Also ich mach's mal, musst du uns vorstellen, wo, hier Christian, der ist ja bei großen Events, die wir auch haben, ist er ja mit Britta Heidemann, ist er ja der absolute Schlager, der verkauft die meisten Lose, die laufen rum wie bekloppt. Es gibt dann in dem Saal, und wenn es 30, 20 Losverkäufer sind, keiner, der Zweitbeste ist schon weit hinter denen. Da haben die den Ehrgeiz, da rasen die ab, dem Wolfgang seht ihr auch keine Nähe. Und das will ich für einfach sagen, Wolfgang, das ist nicht normal, was du alles machst. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich natürlich mit den ganzen Erfahrungen, du weißt ja, ob ich dich bei kritischen Fragen anrufe und sage, wie siehst du das? Also du bist ja der auch mein Berater in den kritischsten Momenten. In diesem Sinne wünsche ich dir natürlich genau wie dem Christian alles, alles Gute und bleib bitte so, wie ihr seid. Das ist ganz wichtig. Auch du, Christian, du kleines Ego-Paket. Ne? Das muss uns nur hinter der Rainer, ich bin gerührt. Danke, dir freue mich, dass wir gemeinsam feiern. Schön, feiert schön, wir werden uns dann noch sehen. Danke, alles danke Gute, ihr zwei von der Tankstelle. Ja. Eine Frage zum Fußball muss ich noch stellen. Ist jetzt die große Zeit von Bayern München vorbei? Nein, Bayern München ist der bestgeführteste Verein der Welt. Ich meine, wir müssen gucken, wenn hier fragt, den Wolfgang nachher oder den Christian, der ist ja auch Kaufmannister weg, hier geht Barcelona, die würden bei uns gar nicht mehr spielen, die haben 1,5 Milliarden Schulden. Und da sagen die, ach, wir können einfach die Forderung von dem Lewandowski leicht bezahlen, noch uns 30, 35 Millionen. Ja, da ist auch von den internationalen Verbänden Fairplay gefordert. Es geht nicht nur um 50, sondern es geht ja auch um die Frage, da gibt es ja auch eine gewisse Richtlinien, welches Geld man ausgeben kann. Also die haben jetzt gerade auch Barcelona kontra von ihrem eigenen Verbandsvertretern. Ja,
Die arbeiten wirtschaftlich am vernünftigsten. Das ist der gesundeste Verein. Die haben einen Aufsichtsrat, Bayern München. Das sind viele DAX-Unternehmer, können da neidisch werden. Ja, die haben auch, nur das, Leute das, da drin. Das glaube ich ja alles. Fachverstand. Das glaube ich ja alles. Für mich aber der beste Verein. Und deswegen haben sie natürlich auch der doppelte Etat von Dortmund, von Leverkusen, den doppelten Transfermarktwert. Aber Spanien oder auch England, lass mir den Klopp nochmal loben, der hat sich super verkauft nach der Niederlage, mit Anstand auch seine Mannschaft noch gelobt. Ja, der entweder die Uhren geht anders, da geht der Vereinseigentümer aus Amerika. Ja, da muss man einfach sagen, dem hört 100% der Verein. Der Klopp geht ganz andere Summen. Das ist in Deutschland verboten. Wir diskutieren noch ständig von 50 plus 1. Ich wäre froh gewesen, da hat sich damals Rummenigge massiv in seiner Verbandseigenschaft für eingesetzt, dass man mit der UEFA hätte vereinbaren können, für Fußballer eine Gehaltsdeckelung. Also da ist Schluss. Das kann nur ruhig hoch sein, aber nicht utopisch. Das tut dem Fußball nicht gut, das tut den Fans nicht gut. Das ist riesengroße Scheiße. Aber die EU sagt, die Europäische Union, nein, bei uns ist Angebot und Nachfrage. Freie Marktwirtschaft regelt den Preis und die haben auch das untersagt für die Fußballgruppe, Fußball, eine Gehaltsdeckelung. Kalli, aber die Frage von Ole Jörges war, glaubst du, dass Bayern wieder neu aufbauen muss jetzt? Bricht ja, das klar, gerade so ein bisschen wenn, wenn einer geht, wie der Lewandowski, ne, und dann ist da nicht einfach, fertige Spieler zu holen. Die kosten alle Schweinegeld, die Weltstars. Da musst du ein bisschen gucken, was ist noch machbar. Und wenn er den kann, mit seinen internationalen Kontakten, mit seinen Beziehungen, dann ist Bayern München sicherlich am besten. Braucht keine Journalistin zu sagen, wie es geht. Ne? Also keiner. Und auch viele, viele Vereinsfunktionäre nicht. Sie sind für mich klar die Nummer 1 von A bis Z. In Deutschland ja, aber wenn man Manchester und Madrid spielen sieht, haben die zahlen doch anderes Geld, Jung. Ja, mal, für euch zwei, nur noch das Letzte. Die letzten Mannschaften, die in der Champions League waren, das waren alles Clubs, wo stinkreiche Leute, 100% Eigentümer war. Auch letztes Jahr haben wir uns ja gefreut. Tuchel, gut gearbeitet. Auch unsere Deutschen, ob das Havertz war, der das entscheidende Tor geschossen hat, Rüdiger oder Werner. Ja, da wird richtig bezahlt, der Verein hört einem Russe, jetzt hört er einem ganz reichen, glücklich Amerikaner, der jetzt darin ist. So, davor hätte uns der Kloppo, der gewonnen. Das ist auch eine Amerikaner, die zahlen ganz andere Summen. Ja. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Der ist 50-1. Das ist aber gar nicht allein das Schlimme, sondern 50-1 könnten wir noch mitleben. Das ist zwar ein Konkurrenznachteil, wenn man mit der EU vereinbaren könnte, Gehaltsdeckelung. Und da sage ich euch, selbst große Vereine aus England und aus Spanien waren auch damit einverstanden, weil die nicht nur die Situation von uns jetzt sehen, von anders strukturierten Vereinen, sonst auch im eigenen Land sich selber untereinander die Preise bis durch die Decke schießen. Also selbst die waren dafür. Und ich hoffe. Meine allerletzte. Wer wird eher Deutscher Meister, Leverkusen oder Köln? Ja, ich muss auf Leverkusen tippen. Nicht? Ich will da doch an. Ich habe ja bei mir in der Familie die Hälfte auch von meinen Kindern sind eingefleischte FC-Fan. Wenn es Derby gibt, FC gegen Bayer Leverkusen, ist bei uns schon Theater in der Bude. Ich wünsche dem ersten FC Köln alles Gute. Ich fand es toll, was sie mit ganz wenig Investitionen und Transfergeld in dieser Saison, ausgelaufenen Saison, geregelt haben. Auch mit dem Jeck als Trainer. Ich meine das jetzt positiv mit dem Baum. So, und das freut mich auch. Aber wenn es drum geht, Kalli, du darfst der deutsche Meister aussuchen, Bayer Leverkusen oder der 1. FC Köln. Ich habe sehr lange für Bayer Leverkusen gearbeitet. Das ist mein Herzensverein. Die fällt auch ein paar Kinder von mir nicht, aber ich würde dann für Bayer Leverkusen tippen und wünschen. Ich habe auch noch eine Fußballfrage, einfach weil viele darüber diskutiert haben, die sonst gar nicht so Fußballfans sind. Ein allerletztes Wort, lieber Rainer Kallmund, zu Toni Kroos. Stichwort Scheißfragen. Wie steht Rainer Kallmund dazu? Man muss ja eigentlich sagen, ich würde das auch jetzt nicht dem jetzt kam so anlehnen. Der hat halt daneben gelegen. Ich meine, es war ja klar,
die drei Matchgewinne waren ja klar zu erklären. Das war der Torwart, Contois. Wenn der nicht im Tor gewesen wäre, hätten die am Anfang hinten gelegen. Da hätten sie abmachen müssen. Also das war der große Matchwinner des Abends, der Held des Abends. Dann gibt's aber eine Frage, die für mich ganz, ganz wichtig. Dieser Real Madrid mit den alten Zecken, mit dem Ancelotti da vorne, haben eine geschlossene Mannschaftsleistung, weil so nicht zurückklaren, taktisch klug und vor allen Dingen ein hervorragender Teamgeist. Ob das nun jetzt der Benzema mit 34 war, ob es der Modric mit 36 war, Toni ist auch immerhin 32. Und das hat mich ganz, ganz berührt hat. Film mir wieder ein scheiß Interview. Als die Siegerehrung anstand und da war jetzt zwischendurch nach Ronaldo und so war ja der große Kapitän Marcello, linker Verteidiger, 100 Länderspiele für Brasilien, ich weiß nicht, 400 oder was, und er war nicht mehr Stammspieler, aber war gewählter Kapitän. Benzema hatte die Binde, weißt du, was die gemacht haben? Bei der Siegerehrung haben den Marcello nach vorne gebeten, haben dem die Binde, obwohl er keine Minute gespielt hat, um den Arm und der durfte den Pokal hochheben. Also die erzählen nicht nur von Teamgeist, von Zusammenhalt, sie leben es perfekt. Und bei Toni West, der Wolfgang Bosbach, kann er dir nachher genau erzählen, da gibt's noch was anderes. Der Wolfgang hat ja zum Mingem 70. Laudatio gehalten. Und ich habe damals gesagt, Kinder lächeln statt Geschenke, bei mir Brot keine Wing zu bringen, Mord Spende. Ich hatte über 90.000 zusammen und der Wolfgang unterstützt, der kennt alle mutige Kinder in Deutschland, die Kölnberg, Bergisch, Land, Kurweiler, die andere sind Ausland, Asien, tapfere Kinder. Und dann habe ich ein Drittel Toni Kroos, der mit seiner Frau persönlich engagieren sich enorm für todkranke Kinder, schwerkranke Kinder. Das kann man sich gar nicht, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Die machen das mit voller Überzeugung. Wenn ja, der jetzt happy ist und er sagt, leg mir Marsch, der Schiedsrichter pfeift ab. Ich bin zum fünften Mal Champions League, ich war Weltmeister an 10, Meistertitel mit Bayern München, mit Madrid, ich bin zum fünften Mal Champions League Sieger. Und das ganz Wichtige bei dem, ganz, ganz wichtig, nicht bla bla, die Kinder alle da, sein jüngerer Bruder war auch mit auf dem Bild im Stadion. Jetzt freut er sich und jetzt will er ihn versuchen, ja, war nicht Real Madrid ein bisschen glücklich, war vielleicht nicht insgesamt von der Spielanlage Liverpool doch die beste. Der Kloppo hat's doch gesagt, er hat sich super verhalten, der hat gratuliert, hat gesagt, wenn an einem Tag der gegnerische Torwart, der Man of the Match wird, da wärst du das Scheiß gelaufen. Verstehst du? Das ist das Thema. Das ist so. Ne, da muss man auch vielleicht mal sagen, ich hoffe, dass die sich versöhnen und nicht so sehr auf die Spitze treiben. Ich kann ihn aber, Moment, man muss den Toni Kroos komplett kennen. Wolfgang, ich quatsch jetzt nicht, du kennst den bestens, du kennst ja die Stiftung und du weißt, welches Engagement der betreibt. Kann das alles du unterschreiben. Ne? Danke für diesen Schlussakkord. Es hat geklingelt und der nächste Gratulant ist, glaube ich, in der Leitung. Toni Kroos ist es jetzt nicht, der hier angeklingelt hat, aber einer, der auch verdammt viel vom Fußball versteht. Wir verabschieden erstmal den Rainer Kallmund und sagen ganz lieben Dank für die Gratulation. Ja, danke dir. Das war mir keine Pflicht, nee, eine große Ehre. Tschüss, ihr zwei Dorfende. Ciao. So, und zurück nach Neapel. Wen haben wir denn jetzt in Neapel am Telefon? Moment, ich verbinde. Der Anrufer müsste jetzt auch in der Leitung sein. Ja, der Anrufer ist in der Leitung, aber der ruft nicht aus Neapel an. Nee, aber die Vermittlung ist in Neapel. Aus Kempen am Niederrhein. Ja, das sind die Herzlich Fachleute. Herzlich willkommen, wir freuen uns alle. Wer ist es denn? Ja. Also mein Name ist Uli Potowski. Ja, sehr gut. Und ich gratuliere allen, denen man nur gratulieren kann da in der Sendung. Und ich war der Entdecker von Rainer Kallmund, das weiß aber auch keiner. Ja. Ja, der war aber auch nicht schwer zu finden damals, ne? Also in jungen Jahren war das ein sportlicher, agiler Mann, der ist dann später ein bisschen auseinandergegangen, jetzt geht er wieder in die andere Richtung, aber der war super sportlich, also als junger Typ, also wir sind ja ungefähr gleich alt, alle hier in der Runde, ungefähr, und insofern kann ich mich an den jungen Rainer Kallmund tatsächlich erinnern. Großer Sportler. Der hat sogar Fußball gespielt. Richtig aktiv Fußball gespielt. Ja, und gut gespielt. Ich kann es bestätigen. Wirklich. Also insofern
über den kann man überhaupt nicht meckern. Das ist halt ein Typ wie kaum ein anderer. Das ist ein Typ, ja. Der ist ja nun, wenn ich das mal einwerfen darf, der ist ja nun bei der Frage nach der Qualität von Bayern München ausgewichen. Das ist der am besten geführte Verein. Ja, da zweifelt ja keiner dran, dass der Verein gut geführt wird. Aber was ist denn mit dem Fußball in München los? Das läuft doch nicht mehr, oder? Also haben die zu lange versäumt, sich zu erneuern? Was ist da los? Also die organisatorischen Fragen sind jetzt gemeint, ja. Also ja, da scheint ein bisschen was quer zu laufen. Ganz offensichtlich, wenn so ein Lewandowski dann auch sagt, nee, ich will da nicht mehr spielen, und ein paar andere äußern sich ja da auch ein bisschen unzufrieden, dann muss man sagen, dass da rein organisatorisch sicherlich nachgebessert werden muss. Ich will jetzt nicht dem Oli Kahn die Hauptschuld da in die Schuhe schieben, das liegt mir fern. Aber diese Übergangsphase nach Uli Hoeneß scheint eine schwierige zu werden. Und ist das nicht schön, dass dann jetzt in den nächsten Jahren die Meisterschaft abwechselnd vom 1. FC Köln und von Schalke 04 gewonnen wird? Ja, ist sehr gut. Super. Sehr gute Antwort. Das hat die Frage erspart. Aber ist das auch nicht schön zu sehen, was zum Beispiel solche Figuren wie Uli Hoeneß auch wirklich nicht nur öffentlich darstellen, sondern auch intern bewirken und wie die eine Identifikationsfigur für so einen gesamten Verein sind, wo man nicht einfach nur, weil man mal weltbester Torhüter war, hineinwachsen kann, sondern das braucht Zeit? Ja, ich glaube, dieser Job, dieser Beruf, das muss man überhaupt sehr gesondert betrachten. Ich glaube, es ist eine der schwierigsten Sachen, überhaupt einen Profifußballverein zu führen. Da sind so viele Millionäre, also stell dir vor, du arbeitest in einer Firma und alle deine Mitarbeiter sind Multimillionäre. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Klingt vielleicht so im ersten Moment, aber ich glaube, das macht es nur schwieriger. Und so viele persönliche Befindlichkeiten, und da wird ja viel von Wertschätzung jetzt in letzter Zeit gesprochen, dass die nicht genügend zum Ausdruck kommt. Also es reicht nicht, ein ordentliches Gehalt zu bekommen, sondern du brauchst auch noch die Wertschätzung. Und da scheint einiges schiefgelaufen zu sein. Und nochmals, Uli Hoeneß hat das wirklich geschafft, alles immer auf ideale Art und Weise zu verbinden. Gut, der Uli Hoeneß ist weg. Auf welche Figur im deutschen Fußball? Ich meine jetzt nicht auf dem Platz, sondern in den Vereinen, bei der Organisation, bei der Wegweisung sozusagen. Auf welche Person sollte man achten? Also die jetzt in Zukunft vielleicht große... Ja, also jetzt bin ich natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, voreingenommen. Also ich finde, dass der Ruben Schröder in Gelsenkirchen, sprich Schalke, wirklich einen guten Job macht, weil die waren im Grunde genommen komplett am Boden. Der musste die Mannschaft, im Grunde genommen die abgestiegene Mannschaft, verkaufen im weitesten Sinne und neue Spieler finden, die dann aber nur die Hälfte kosten durften von den Alten. Und das ist ihm sehr gut gelungen, und ich glaube, diese Leistung kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Auch in Zusammenarbeit mit Peter Knebel, die haben das sehr gut gemacht. Also das ist ein gutes Duo, und das sage ich jetzt nicht, weil ich zufällig in Schalke geboren bin. Nein, die machen da wirklich sehr gute Arbeit. Und nochmals, das muss man natürlich mal abwarten, was in der Kontinuität dort passiert. Das ist ja alles, wie ich gerade schon erwähnte, ein wahnsinnig schwieriger Job. Und wenn ich einem das zutrauen würde, das auch zu können, dann wäre das Wolfgang Bosbach. Ja, und zwar so, beim FC Köln. Der Tag ist gerettet, an dieser Stelle bricht die Übertragung ab. Ja. Genau. Bosbach steigt bei Köln ein. Gute Idee. Ja, das war ja mal im Gespräch hier in Köln. Also das ist ja nicht so weit hergeholt. Das war hier wurde hier mal diskutiert, und auch es gab Leute, die Wolfgang ja auch vorgeschlagen haben als DFB-Präsident. Auch das habe ich mal eine Zeit lang gelesen und gehört. Wie sieht's denn da aus, Wolfgang, mit deinem Interesse? Jetzt kommt's. Uli Potowski hat mit der Schilderung recht, aber in Köln war es so, dass entscheidend die Mitglieder, die haben ein Vorschlagsrecht, der Mitgliederrat, die wollten ein anderes Trio, ist auch in Ordnung. Das war dann auch das Ende der Karriere des Vizepräsidenten Toni Schumacher mit Markus Ritterbach. Werner Spinner als Präsident hatte aufgehört, ich sollte ihm folgen. Mitgliederrat hat das anders gesehen, alles okay. DFB habe ich mit Interesse gelesen, aber mit mir hat keiner gesprochen. Muss auch nicht sein. Das ist ja wie Angela Merkel, ja. Jetzt muss ich jetzt mal sagen an der Stelle, weil das geht mir schon jetzt ernsthaft seit Jahren auf den Zeiger. Wenn es einer verdient hätte, in einem der vielen Kabinette von Angela Merkel mindestens Innenminister zu sein, dann war es Wolfgang Bosbach. Und ich möchte jetzt nicht beleidigend werden, diese Frau, sage ich mal ganz normal, hat es halt nicht über sich gebracht. Ich weiß gar nicht, was sie da
abgehalten hat. Den Wolfgang kennen wir doch alle als freundlichen, entgegenkommenden Mensch. Es ist mir ein Rätsel. Also Wolfgang Bosbach ist einer, finde ich, einer derjenigen in der Politik und offenbar auch darüber hinaus in Teilen des Fußballs mit einem großen Herzen, einem großen Verständnis von Menschen und Schicksalen. Und natürlich hätte der längst Minister sein müssen oder auch Präsident des FC Köln. Das wäre also, ja auch eine gute Idee gewesen. Wenn ich mal dazwischen reden darf, ich bin ja häufiger mit dem Wolfgang, Gott sei Dank, seit geraumer Zeit bei Lesungen, weil wir ja aus unserem gemeinsamen epochalen Buch 52, ein Jahrgang, zwei Leben, berichten. Und für mich ist es das Allerwichtigste, wie reagieren die Menschen auf das, was wir da machen. Und da bin ich immer sehr tief beeindruckt. Und es gab ja mal diese Überschrift Kanzler der Herzen. Ich war mal Meister der Herzen, Wolfgang wenigstens Kanzler der Herzen. Aber das ist so echt, wie die Menschen ihn mögen. Manchmal gibt es auch ein bisschen Widerrede, was ja auch ganz wichtig ist für Politiker und für Menschen generell. Aber die Art und Weise, wie das dann alles diskutiert wird, das spricht absolut dafür, dass er tatsächlich in ein solches Kabinett gehört hätte. Und ich meine jetzt nicht in das Kabinett 1. FC Köln, sondern wirklich in eine Regierungsverantwortung. Das hätte ich mir immer sehr gewünscht, obwohl ich ja eigentlich SPD-Anhänger bin. Und dann wäre vermutlich Uli Potofsky als Pressesprecher mit ins Innenministerium gegangen. Nee, das ist sowas liegt mir überhaupt nicht. Stopp mal, das Innenministerium ist ja auch das Sportministerium. Das ist ja so interessant. Jawohl. Das passt schon besser. Ja, das siehst du? Schon besser. Ja. Wäre vielleicht gegangen. Nein, aber das ist das Schöne, diesen Live-Kontakt zu haben mit den Menschen. Und das, Wolfgang kann das so gut wie kaum ein anderer, glaubwürdig sein. Auch die manchmal sich selbst hinterfragen, was Politiker meiner Meinung nach viel zu selten machen. Was macht der Wolfgang? Und das spricht für ihn. Und deswegen dieser Ehrentitel Kanzler der Herzen, das ist schon was Tolles, wenn man den tragen kann. Dieses war ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ich bedanke mich herzlich beim ehemaligen RTL-Sportchef, der sowohl bei Radio Luxemburg, die Älteren werden diesen Sender noch kennen, das war mal der beste Radiosender aus Luxemburg für ganz Deutschland. Er hat auch bei RTL Plus die Weichen für die Erfolge von RTL im Sport gestellt. Und Sie können Uli Potofsky übrigens regelmäßig heute im deutschen Sportradio hören und bei Sky sehen. Ganz wichtig. Genau, ganz wichtig. Oder Sie halten Ausschau nach einer Lesung von Uli Potofsky. Hat er gerade schon erwähnt, gemeinsam mit Wolfgang Bosbach, denn die beiden sind mit ihrem Buch 52, ein Jahrgang, zwei Leben auf Tour. Und das dürfen wir an der Stelle, glaube ich, schon verraten, am 7. Juli ist es auch bei ihm soweit, denn dann wird Uli Potofsky, man mag das gar nicht glauben, nee, das da wird er auch schon 70. Das glaubt man wirklich das glaubt nicht. Und was das Schöne ist, wir haben Wolfgang und ich am 6. Juli, also sozusagen im Übergang, eine Lesung in der Lutherstadt Wittenberg. Und dann habe ich jetzt den Hotelier dort beauftragt, meine Geburtstagsfeier auszurichten. Da war ich ganz clever. Ja. Das geschieht dieser Lutherstadt recht, muss ich sagen. Ich kenne sie ein bisschen. Die ist ein bisschen eingeschlafen. Ihr werdet die schon aufmischen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir versuchen es. Ja, sehr gut. Alles Liebe in die Runde. Ich freue mich. Danke. Alles Gute, Uli. Bis später. Tschüss. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Hallo Neapel. Klingelt's schon? Nein, es klingelt noch nicht, aber wir haben den nächsten Gratulanten. Also, jetzt kommt ein Gratulant, den du mal zu einem runden Geburtstag bekocht hast, lieber Christian. Das hast du wahrscheinlich nicht nur einmal gemacht. Kannst du dich noch an die Geschichte erinnern? Bosbach und Rach, die Wochentester. Die Geburtstagsüberraschung. Lieber Christian, lieber Wolfgang Bosbach, Mai, oh Mai, das sind ja Geburtstage 65 und 70. Also erstmal Ihnen, Herr Bosbach, herzlichen Glückwunsch. 70. Geburtstag ist eine tolle Sache. Ich danke Ihnen ganz herzlich für viele spannende Interviews, gute Gespräche, die wir miteinander hatten. Ich freue mich, dass Sie eine neue Berufung gefunden haben, jetzt hier zusammen mit Christian. Und dir, Christian, ja, werde ich nie vergessen, dass du zu meinem 50. Geburtstag völlig überraschend aus Hamburg angereist bist, nach Bonn geflogen bist, mit irrer Verspätung trotzdem durchgehalten hast und uns ein tolles Abendessen gezaubert hast. Das ist etwas, was ich ja bis an mein Lebensende nicht vergesse. Und ich hoffe, dass wir das in irgendeiner Form nochmal nachholen und wiederholen. Also feiern können wir zusammen auch nochmal. Aber jetzt feiert ihr erstmal eure tollen runden Geburtstage. Alles Gute, Peter. Ja, das Klöppel, war eine tolle Geschichte. Klöppel, RTL aktuell. Das hat man aber, glaube ich, an der Stimme schon erkannt. Ja. Vielleicht sagt der Christian noch mal zwei Takte zu dieser Geschichte, damit die Hörerinnen und Hörer das auch so ein bisschen verstehen. Was war denn da los? Ja, war ja Überraschungsgast.
Ja, ich mochte Peter Klöppel, habe ihn immer sehr geschätzt und er mich, als ich da bei RTL tätig war. Und dann kam die Redaktion auf den Gedanken, Peter Klöppel doch ein zu seinem 50. Geburtstag ein schönes Abendessen zu schenken, und zwar zu Hause. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das nicht machen würde, bei ihm zu Hause. Und dann sage ich, ja klar, weil wir schätzen uns. Und dann haben wir das alles organisiert. Samstags war das Flug am frühen Nachmittag von Hamburg nach Köln gebucht. Ich hatte alles dabei, alles eingeschweißt. Ich sollte abgeholt werden und so weiter. Und dann, ich war am Flughafen rechtzeitig, wartete auf den Abflug. Maschine kaputt. Flieger fällt aus. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und nervös natürlich alles, weil ich wusste, es waren tolle Gäste. Ich kann ja ruhig sagen, es war Maybrit Illner, war da mit ihrem Mann. Die Frau von Peter Klöppel, Caroline, war eingeweiht, sonst würde das ja gar nicht gehen. So, ich sollte um 19 Uhr da sein. Ich bin erst um 18 Uhr in Hamburg losgeflogen. Wir haben dann natürlich nicht sofort Landeerlaubnis bekommen. Es war letztendlich schon 7:30, als ich gelandet bin in Köln und hatte die ganzen Sachen, musste dann aufs Gepäck warten, weil das hat man ja nicht im Handgepäck drin. Das hat auch gedauert. Und dann war es schon 8 Uhr und da war ich noch am Flughafen und seit über einer Stunde haben die Gäste gewartet, nichts zu essen gehabt. Und dann habe ich einen Taxifahrer genommen, bin gar nicht erst in das Hotel, wo ich sein sollte. Dann war noch ein Stau auf der Autobahn und es war irgendwie 7:45. Und dann dachte ich, wie mache ich das denn jetzt? Und dann dachte ich, ich kann das Ganze jetzt nur auf die Spitze treiben. Hab dem Taxifahrer, war ein netter ausländischer Kollege, gesagt, pass mal auf, du musst diese Kiste, diesen Koffer da vorne an dem Haus abgeben, sagst, hast du was zu liefern? Ich bleibe hinter der Hecke, 10 Meter weiter, dass mich keiner sieht. Der Taxifahrer hat das gemacht. Ich habe dem ein kleines Trinkgeld hier gegeben. Peter Klöppel macht die Tür auf, kriegt den riesen Koffer mit Lebensmitteln in die Hand gedrückt. Der Taxifahrer sagte, ja, das Essen, das bestellte Essen würde da sein. Peter Klöppel steht in der Tür, guckt rechts und links ganz verdutzt, macht die Tür zu, geht rein. Und ich dachte, bei mir lief der Schweiß runter, jetzt muss ich jetzt 3 Minuten noch warten, um das aufzulösen, damit das Bankspiel da richtig auch aufgeht. Habe wirklich 3 Minuten da gestanden und immer wieder auf die Uhr geguckt. Dann bin ich hin, an die Tür geklingelt. Peter macht die Tür auf. Ich sage, ich habe gehört, heute Abend wird hier ein Koch gebraucht. Und dann hat es dann die ganze Situation aufgelöst. Und wir hatten einen wunderbaren Abend und es war schon hell, wie wir gegangen sind. Tolle Geschichte, ja. Tolle Geburtstagsgeschichte. Und ich glaube, wir haben aber auch schon wieder den Nächsten in der Leitung. Ich frage ja, mal. Ja, den muss ich mal sozusagen anwählen, aber noch nicht reinlassen. Genau so. Also ich muss mal sagen, als Kolumnist sage ich, rieche hier einen Kollegen sozusagen. Der ist auch Kolumnist. Einen Moment, ich leg's hin, kein Moment. Still sein bitte. Der ist auch genau. Kolumnist, außerdem aber einer der besten Redner in der Politik. Und selbst wenn man nicht seiner Meinung ist, hört man ihm ganz besonders gerne zu. Er ist der lebende Beweis, dass Wolfgang Bosbach nicht nur Parteifreunde hat. Der hat ja auch sehr viele Parteifeinde. Aber jedenfalls Freunde hat auch außerhalb, und zwar unter der ganz anderen Feldpostnummer. So, Jochen, nun sag mal, wer das ist. Wollt ihr raten, wer es ist, ihr beiden? Hallo? Gregor Gysi. Oh. Jetzt bin ich dran. Jo. Ah, da ist er. Welcome. Herzlich willkommen. Wir lassen ihn rein. Ja, ja, zu unserer Geburtstagsfeier. Hallo, Gregor. Hallo, ich grüße dich. Hallo, Herr Gysi. Christian Rach hier auch. Ich grüße Sie auch. Jetzt können wir natürlich auch heute Gregor ganz Gysi zum nächsten Geburtstag gratulieren, aber es sollte, glaube ich, auch umgekehrt sein. Also, lieber Wolfgang, dir möchte ich ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Ich wünsche dir vor allen Dingen Gesundheit und schöne Erlebnisse und dass du deinen aufrechten Charakter beibehältst. Wir haben zum Teil höchst unterschiedliche politische Auffassungen, respektieren uns aber, und du bist mir besonders angenehm und gut aufgefallen, als du von deiner eigenen Fraktion so beschimpft wurdest und es ausgehalten hast und nicht zurückgewichen bist. Das passiert selten. Du aber hast es geschafft und deshalb verdienst du noch mehr Gratulanten zum Geburtstag. Herzlichen Dank. Das tut mir sehr, sehr gut. Und es ist schön, Gregor, es ist schön, dass persönliche Sympathie nicht an Parteigrenzen Halt macht, auch bei unterschiedlichen politischen Auffassungen. Wir haben ja schon manchen schönen Abend miteinander verbracht und ich hoffe, wir haben noch viele vor uns. Ja, das hoffe ich auch. Bitte grüße auch schön deine Familie. Sehr geehrter Herr Grach, Ihnen gratuliere ich ebenfalls ganz herzlich zum Geburtstag.
Ich wünsche Ihnen ebenfalls Gesundheit und schöne Erlebnisse. Aber vor allen Dingen wünsche ich Ihnen die Zeit, mir doch etwas stärker das Kochen beizubringen. Ich bin neidisch auf Sie, denn ich esse gerne und koche kaum und schlecht. Und das kann ich unmöglich aufrechterhalten. Außerdem schaffen Sie es immer, Ihr Publikum zu gewinnen mit Ihren Sprüchen, mit der Art, wie Sie kochen, mit Ihren Hinweisen. Und Sie haben auch bei mir Spaß am Kochen erzeugt, aber über 4 oder 5 Gerichte bin ich noch nicht hinausgekommen. Das lieber Herr Giese, ich sag vielen, vielen Dank und ich bin auf Ihre Reaktion gespannt, wenn ich Sie wirklich mal einlade zum Kochen und wir das gemeinsam mit Wolfgang Kubicki dann machen. Das mache ich gerne mit Wolfgang Kubicki und Ihnen gemeinsam unter einer Bedingung, dass keine Kamera eingeschaltet ist. Und Notarzt dabei ist. Ja. Ich wünsche Ihnen beiden einfach einen schönen runden Geburtstag und dass Sie ihn wirklich genießen. Schlafen Sie am Tag vorher gut, sonst halten Sie das nicht aus. Ich kenne das. Es geht ja allen Politikern, die wir in der Sendung haben, also Gregor Gysi und Wolfgang Bosbach und Wolfgang Kubicki, im Moment parteipolitisch betrachtet nicht so ganz golden. Wie wäre es denn mal mit der Gründung einer gemeinsamen Partei? Wäre das vorstellbar? Bosbach, Gysi, Kubicki? Überfordert uns drei zurzeit, glaube ich. Mit drei verschiedenen Parteiprogrammen, ja. Das glaube ich aber nicht. So unterschiedlich sind die doch gar nicht mehr. Aber wir könnten mal einen Verein für gute Laune gründen. Das wäre auch nicht schön. Ja. Ja. Oder für Anstand in der Politik. Wäre auch gut. Ja. Das wäre noch besser. Ja. BKG, Verein für gute Laune. Gut. Da wir schon über Bayern München geredet haben, mit Kalli und über Köln und Leverkusen geredet haben, reden wir jetzt auch mal über die Linke. Die ist nun bei der letzten Bundestagswahl bei 4,9% gelandet und die hat auch bei den Landtagswahlen, die danach kamen, nicht sonderlich gut ausgesehen. Geht's denn mit dieser Partei zu Ende? Was können Sie tun, um die zu retten? Ja, die Partei muss viel tun, um aus der Existenzkrise herauszukommen. Das Wichtigste ist, den Zweck für die Gesellschaft zu bestimmen, die Notwendigkeit für die Gesellschaft zu bestimmen. Hm. Und das dann auch entschieden und nicht denunziatorisch, wie das gegenwärtig der Fall ist, zu vertreten und gemeinsam Leidenschaft dafür zu entwickeln. Ich will versuchen, einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass das geschieht. Aber es ist nicht leicht. Übrigens, da ich Anwalt bin, kommen zu mir immer nur Menschen mit Problemen, nie Glückliche. Ne? Und deshalb habe ich einen Hang zu Personen und Einrichtungen mit Problemen entwickelt. Und nach der letzten Bundestagswahl dachte ich zunächst, ich müsste mich jetzt um die arme Union kümmern. Aber dann schnitt meine Partei so schlecht ab, dass es reicht, wenn ich mich um sie kümmere. Nun gibt es ja auch einen neuen Anlauf von Sarah Wagenknecht zur Rettung der Partei. Ziehen Sie da, Sie beide, ja, am selben Ende des Stricks oder ziehen Sie an unterschiedlichen Enden des Stricks? Nein, also gegen den Inhalt dieses Textes habe ich gar nichts einzuwenden. Aber gegen die Frau? Nein, auch nicht gegen die Frau. Ich stelle mich eigentlich so gut wie nie gegen Menschen, gegen Verhaltensweisen. Aber ich werde versuchen, mit ihr zu sprechen. Vielleicht kriegen wir ja gemeinsam was hin. Das klang jetzt ein bisschen schmallippig. Ja, macht aber nichts. Sprechen Sie eigentlich noch mit Oskar Lafontaine oder ist das schon lange vorbei? Wir haben jetzt längere Zeit nicht miteinander gesprochen, aber ich hätte nichts dagegen. Wer lädt denn da wen ein? Das ist mir egal. Ich bin da nicht empfindlich und sage, ich muss eigentlich eingeladen den besseren Wein gibt es ja da bei Oskar, eindeutig. Ja. Ganz zweifellos kennt der Wein besser. Also dieser Podcast verpflichtet sich, bei Oskar Lafontaine anzurufen und um eine Einladung zu bitten. Einverstanden? Das glaube ich, wird er aber nicht machen. Aber Sie können es gerne versuchen. Weiß es nicht. Er hat ja sogar mal versucht, Schröder zu treffen wieder. Und der hat es immer abgelehnt. Also so zu war der Oskar gar nicht. Na gut. Ja. Wir werden es erleben, okay? Bleiben Sie fröhlich und aufrecht. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, mach ich. Danke. Ganz lieben Dank. Ciao. Tschüss. Ja, und ich glaube, es ist bei einem Urgestein der Politik nicht uncharmant zu erwähnen, dass er schon 74 Jahre alt ist. Ich würde sagen, wenn ihr mit 74 noch so fit seid wie Gregor Gysi, wird es auf jeden Fall noch die Wochentester geben. Das können wir hier vielleicht mal amtlich festhalten. Wir haben noch einen weiteren Gratulanten, der euch einen Gruß geschickt hat. Da hören wir mal rein. Vielleicht haben wir sogar zwei Grüße hintereinander. Ich frage mal den Luciano. Ja, wir haben sogar zwei Gratulanten auf einmal. Ja, hervorragend. Wir haben nämlich so viel, wir haben ja fast gar keinen Platz. So viele wollen gratulieren. Auf geht's. Bosbach und Rach, die Wochentester. Die Geburtstagsüberraschung.
Lieber Christian, lieber Wolfgang, zu euren jeweiligen Ehrentagen, der eine wird zarte 65, der andere zarte 70, möchte ich von Herzen gratulieren. Man wünscht, glaube ich, laut Hals Glück auf in diesen fragwürdigen, traurigen Zeiten. Und wie bekanntlich ist Humor, wenn man trotzdem lacht. Bitte habt einen fantastischen Geburtstag, feiert, lacht so viel es geht. Es gibt ja ansonsten wenig zu lachen gerade. Und seid ganz, ganz herzlich gegrüßt mit den besten Wünschen von Hannes Jenicke. Alles, alles Gute. Hallo, hier ist Peter Neumann vom King's College London, Terrorismusexperte. Einen Glückwunsch an die zwei Geburtstagskinder. Ich hoffe, Christian und Wolfgang, euch geht es gut. Ich wollte nur sagen, dass es in Krisenzeiten wie diesen unglaublich wichtig ist, dass man eine Plattform hat wie eure, wo gesellschaftliche und politische Themen auch manchmal kontrovers diskutiert werden. Insofern wünsche ich euch gutes Gelingen, weiterhin gutes Gelingen, gute Gesundheit und ich hoffe sehr, dass ihr das noch viele Jahre lang weitermacht. Betrinkt euch nicht zu sehr, aber lasst es euch gut gehen. Bis hoffentlich bald, euer Peter. Peter Neumann war das, Terrorismusexperte. Hatten wir auch schon in der Folge in unserem Podcast. Herr Bosbach, Sie kennen sich auch schon ziemlich lange, ja, ne, mit Peter Neumann. Wir kennen uns nicht nur ziemlich lange, wir haben auch 2 Jahre in der Sicherheitskommission des Landes Nordrhein-Westfalen gut zusammengearbeitet. Und das war ja damals für mich einfacher. Ich setze mich ins Auto und fahre eine halbe Stunde. Peter musste ja immer aus London einfliegen. Und es macht einfach Spaß. Es ist ein Vergnügen, mit einem absoluten Experten zusammenzuarbeiten. Ich fand das ganz interessant, dass ein Mann mit einem Renommee wie er sich 2 Jahre in den Dienst einer guten Sache stellt. Wir haben auch ein gutes Ergebnis erzielt. Jetzt nähern wir uns mal dem Unruhestand, den ihr ja jetzt übernommen habt, alle beide. Ja, den Unruhestand. Ich kenne ihn gut, denn wir können ja alle miteinander nicht aufhören. Ihr genauso wenig wie ich auch. Wer das versucht, das kann man allen denjenigen sagen, die diese Schwelle noch vor sich haben. Wer das versuchen sollte, wird scheitern. Das gelingt einfach nicht. Also alle Erzählungen, dass man sich dann in den Lehnsessel setzt und zu den Büchern greift, die man in Jahrzehnten nicht lesen konnte, das ist alles, lasst es mich klar sagen, Bullshit. Der Mensch muss sich bewegen, er muss unterwegs sein, er muss mit anderen Menschen Kontakt haben, er muss eine Aufgabe haben, er muss eine Freude haben, aber eins darf er bestimmt nicht, zu Hause sitzen. Deshalb sprechen wir jetzt mit einem, der jünger ist und völlig überraschend aufgehört hat, bei einem erfolgreichen Fernsehformat am Vormittag, weil er noch etwas anderes im Leben machen wollte. Es ist ein Er und er hat sich Gedanken zu euch gemacht. Thema zusammengefasst, man muss im Alter auch nicht alles machen und zusagen, nur weil man nicht Nein sagen kann. Hilfe, ich bin zu nett, lautet seine Devise. Hallo, wer ist dran? Ja, bitte. Tja, wer mag das wohl sein? Wir machen ein kleines Ratespiel. Wir haben angekündigt mit dem Titel Hilfe, ich bin zu nett. Man muss auch mal Nein sagen können. Und wir haben auch verraten, dass er ein erfolgreiches Fernsehformat am Vormittag aufgegeben hat, um in seinem Leben nochmal neu zu starten. Weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, aber nochmal näher bei sich zu sein. Ja, war das schon, ne? Ja, war es schon. Wir wollen Wolfgang Bosbach und Christian Rach mal raten lassen. Habt ihr eine Ahnung, wer dran ist? Also ich kann das nur an einem Buchtitel ableiten. Ja, genau. Christian. Ingo, mit Vorname. Ja, richtig. Richtig. Ja, Servus und Glückwunsch, ja gleich zweifach. Also ich freue mich sehr, hier mit in dieser illustren Runde zu sein. Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Gerne, sehr, sehr gerne. An welchen Stellen muss man denn Nein sagen oder sollte man Nein sagen? Ich glaube immer an den Stellen, an denen man selbst droht, auf der Strecke zu bleiben, ne? Also mir ist es ja so gegangen, dass mir das jahrelang überhaupt nicht so richtig aufgefallen ist, was da so wie so ein Pferdefuß immer und wie so ein kleiner Stock zwischen den Speichen meines Lebens hängen blieb. Als mein Vater starb und ich dabei war und dann eben gemerkt habe, dass dieses Leben dann doch so endlich ist, wie es immer alle behaupten, und wenn man das dann wirklich hautnah erlebt, dass es irgendwann vorbei ist, auch bei den Menschen, von denen man glaubte, die würden einen nie verlassen, dann fällt bei einem selber so langsam der Groschen, dass man sich um die eigenen Wünsche und Bedürfnisse einfach mal kümmern müsste. Weil ja mein Vater auch, wie meine Mutter auch, Kriegsgeneration, geflüchtet aus dem Osten, der hat sich seine Träume wirklich ganz hart erarbeitet und hat die alle auch erfüllt. Und dann stand ich da und hat mir mal irgendwann gesagt, ich würde gerne Moderator werden und Journalist, und diesen Traum hatte ich mir erfüllt, aber vieles andere blieb eben auf der Strecke. Und Entschuldigung, wie alt ist der Vater denn geworden? Mein Vater ist 74 geworden, ja. Er hat auch kein Alter heutzutage. Ja, ne? Das ist gar kein Alter. Und
Und dann siehst du eben, wie jemand, der aus nicht ganz so glücklichen Verhältnissen kam, alle seine Träume erfüllt hatte und du bist da und hast immer nur versucht, wie mir dann relativ schnell klar wurde, irgendwie anderer Bedürfnisse gerecht zu werden und immer zu gucken, dass andere möglichst glücklich sind mit dem, was du machst, und viele deiner eigenen Träume und Wünsche blieben eben auf der Strecke, ja. Und wenn du dann das erkennst, dass du es immer allen anderen recht machen willst und dann selbst auf der Strecke bleibst, dann musst du irgendwann auch ein bisschen netter zu dir selbst sein und dich eben abgrenzen und nicht mehr alle Jobs machen und auch mal Platz für die Familie lassen. Und da hat sich eben mein Leben komplett verändert. Und das diese Biografie, der Verlag nennt es ja Biografie mit Botschaft, dann irgendwie auch Hilfe, ich bin zu nett heißt, ist am Ende dann Frank Elstner und doch einem Fernsehding geschuldet, weil der das zu mir sagte Ende der 90er, als er mich mal, da war ich noch Lokalfernsehmoderator in München, nach Köln zum Casting ein und sagte, ja, das war ganz okay, aber sie sind einfach zu nett. Und ich wusste gar nicht, was er irgendwie meint. Und dann fiel der Groschen beim Schreiben dieses Buches. Und dann irgendwann in der Entwicklung der letzten Jahre, hat er dann doch ein paar Jahre gedauert, war dann letztendlich nach 20 Jahren mit volle Kanne Schluss zu machen und die Tür aufzumachen für Neues, ein konsequenter Schritt. Und als die Kollegen anriefen und sagten, ich soll hier in diesem Jubiläumspodcast sozusagen teil sein, dachte ich, dieses Nettigkeitsthema ist ja eigentlich ganz interessant, weil, Christian, wenn ich das richtig verstehe, in der Küche muss man nicht nett sein, ja, da muss man auch mal klare Ansagen machen. Und die Köche sind alle nicht nett. Naja, da muss man schon mal richtig draufhauen. Und in der Politik, Herr Bosbach, sind wir ehrlich, also mit Nettigkeit kommst du auch nicht weiter auf Dauer, oder? Ja. Ah ja, aber komplett ohne auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das, was ihr da gerade so nonchalant daher sagt, früher gab es mit Sicherheit diese Zeit. Wenn man heute in der Küche nur rumschreien, rumbrüllen würde, wie das vielleicht noch vor 30 Jahren war, würden die Leute sofort die Schürze ausziehen und gehen. Das heißt, klare Ansagen, das ist wirklich gewollt. Und man kann während des Prozesses gar nicht anfangen zu diskutieren. Ach ja, mach doch noch ein bisschen mehr so oder ein bisschen weniger so. Nee, lass uns mal darüber eine Meditation machen. Das geht nicht. Da muss es natürlich klare Ansagen geben. Aber davor und danach muss natürlich alles möglich sein, auch mit der Nettigkeit und mit dem, vor allem mit der guten Atmosphäre. Ich habe jetzt zwei Fragen. Die muss ich dringend loswerden. Das erste, als Sie aufgehört haben beim Fernsehen, was war der Plan für die Zeit danach? Was wollten Sie anders machen? Und dann die zweite Frage, Hilfe, ich bin zu nett, sind die beiden, um die es heute geht, zu nett? Machen sie zu viel? Also ich wollte in erster Linie Platz schaffen für Neues, weil ich gemerkt hatte, als ich das dann auch jetzt, glaube ich, 3 Jahre her, das war dann ungefähr so 1,5 Jahre nach dem Tod meines Vaters, mir einen Traum erfüllt habe und einen Monat in New York gelebt hat, sind so viele wunderbare Dinge passiert. Und ich stand am Ende eine Woche lang jeden Abend auf einer Bühne am Broadway und habe Stand-Up-Comedy auf Englisch gemacht. Ja, das hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Ja, das waren viele glückliche Umstände. Und in Amerika, wenn man dann als Deutscher da irgendwie unterwegs ist und die finden einen lustig, dann lädt ich halt auf jeder Comedy-Show einer zu seiner eigenen ein, weil da macht ja haben jeder... Haben Sie da mit deutschem Akzent geredet? Ja, das Video gibt's ja im Netz. Also ich glaube, es war ganz okay auf Englisch. Und eben da habe ich gemerkt, wie das ist, wenn man einfach mal dem Unplanbaren die Tür öffnet und was da passiert. Und nachdem ich dann auch, was ja auch ein wichtiger Teil meines Prozesses war, mal aufgeschrieben habe, welche Wünsche, Träume bei mir so auf der Strecke geblieben sind und wollte die umsetzen, merkte ich, da brauchte ich Raum. Und dann letzten Endes war die letzte Konsequenz, diesen Raum zu schaffen, indem ich eben beim ZDF erstmal Lebewohl sage. Und was anders machen war einfach nur Platz zu haben für dieses Unplanbare. Und jetzt habe ich die zweite Frage schon wieder vergessen. Ach so, nee, dass die beiden zu nett sind. Die beiden zu nett, ja. Dass ich glaube ja, und das ist so eine meiner größten Erkenntnisse, dass es nicht darum geht, eben ein Egoist zu sein oder einfach nur zu nett zu sein, sondern einfach, man muss netter zu sich selbst sein und dafür die nötige Klarheit haben. Und glaub mir, ging es so, dass ich jahrelang gar nicht genau wusste, was ich wirklich will. Ja, und dass ich das dann auch heute klarer anderen gegenüber kommunizieren kann, sondern das möchte ich gern und das möchte ich nicht. Dadurch entsteht erst so eine richtige Harmonie. Also wenn man selber klar ist, was man will, kann man das anderen auch ganz entspannt mitteilen. Also dann ist es nicht diese große Konfrontation, von der ich immer Angst hatte. Ja, ich dachte ja immer, dass große Konflikte in bestimmten, gerade beruflichen Lagen natürlich auftauchen würden, wenn ich sagen würde, nee, bis hierhin und nicht weiter. Aber diese gordischen Knoten, die gab es nur bei mir im Kopf und diese schlaflosen Nächte waren wirklich nicht sehr, sehr angenehm. Aber als ich dann plötzlich gewusst habe für mich, was Sache ist und das dann auch einfach gesagt habe,
war das überhaupt kein Problem. Und ich glaube, die beiden können sehr, sehr gut, das mag auch mit der Lebenserfahrung natürlich zusammenhängen, artikulieren, was sie wollen. Und dadurch sind sie auch gute Partner für andere, oder Herr Bosbach? In der Politik ist das doch super wichtig. Ja, man will ja Menschen auch mitnehmen, man will sie auch überzeugen. Und das geht nicht, indem man sie brüskiert. Und eine klare Haltung, wirklich eine klare politische Linie und Freundlichkeit schließen sich ja nicht aus. Genau. Genau. Nicht dieses Rumgeeier, ne? Jetzt spielen wir mal dieses ganz blöde und beim Fernsehen, beim ZDF besonders sehr beliebte Spiel der Satzergänzung. Ja? Ich beginne jetzt einen Satz. Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ja, bitte. Als ich da angefangen habe, vor weit über 20 Jahren, gab es Kaffeesätze immer am Ende jeder Sendung. Das heißt dann, oder am Anfang, genau, dann musste man so einen Halbsatz vorlesen und der oder hat man Halbsätze entwickelt und der Gast hat die vervollständigt. Und ich habe, glaube ich, über ein Jahr dafür gekämpft, die endlich wegzulassen. aber Sie können natürlich immer wieder das Gespräch in eine schöne Richtung treiben. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt. Also jetzt ein, ich finde das so schrecklich, ja. Das wird ja jedes Mal, das ist so albern, dass das dem Bundeskanzler, ja, ergänzen Sie mal den Satz. Aber das machen wir jetzt mal, ja. Es ist ja heute eine fröhliche Geschichte. Also der Satz, den Sie jetzt den beiden sagen, beginnt mit: So, ihr beiden, eins müsst ihr euch zu Herzen nehmen. Bleibt weiter so entspannt wie bisher und lasst euch von keiner Widrigkeit des Lebens ins Boxhorn jagen. Danke. Anständig zu Ende gebracht. Das war sehr schön. Es war uns eine Ehre. Ja, das würde ich auch sagen. Ich kann an der Stelle noch sagen, volle Kanne haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt in diesem Gespräch. Ja. Das hat der Mann nämlich moderiert im ZDF. Ja. Das erfolgreichste Vormittagsformat. Hat er aber selbst gesagt. Wahnsinn. Hat er selbst gesagt. Als ich noch bei volle Kanne war. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche weiter eine gute Party. Alles Gute, Herr Nomsen. Danke. Ja. Danke. Danke. Servus. Ciao, ciao. Alles Liebe. Tschüss. Ja. Und wer noch mehr Rat haben möchte, wie man sich dagegen wehrt, ausgenutzt zu werden, dem empfehlen wir das Buch von Ingo Nomsen. Ist ja schon gefallen, der Titel. Hilfe, ich bin zu nett. Dann schauen wir mal, wer da noch so kommt. Uns fehlt ja noch jemand ganz Bestimmtes, finde ich. Die einen würden jetzt sagen Angela Merkel, aber diesen Crash wollen wir hier nicht hinlegen zu einem solchen Geburtstag. Die anderen sagen Ronald Pofalla. Das ist nämlich ein Bosbach-Fan aus der CDU. Man glaubt es kaum. Ja? Die ganze Bahn ruiniert und der ist ein Bosbach-Fan, kann eigentlich nicht sein. Lasst uns mal hören, wer nun einen Gruß für euch hat. Lieber Wolfgang, herzlichen Glückwunsch zu deinem 70. Geburtstag. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit, ihn zu feiern. Und ich hoffe, dass wir beide uns demnächst mal wieder sehen und dass wir auf die Zeit anstoßen, auf deinen Geburtstag anstoßen, auf dein neues Lebensjahrzehnt anstoßen. Ich wünsche dir vor allem, bleib gesund, bleib fröhlich. Dein Friedrich. Das hört man sich doch gut an, oder? So soll er mal weitermachen, finde ich, ja? So. Ja, ich muss schmunzeln. Ich muss schmunzeln, denn Friedrich Merz war der Festredner zu meinem 50. Geburtstag. Und danach gab es eine Party und zwei Jahre später ist Angela Merkel 50 geworden und ich war einer der Gäste und der Höhepunkt, da kann man so den Unterschied sehen zwischen Charakteren aus der Uckermark und aus dem Rheinland. Der Höhepunkt auf dem 50. Geburtstag von Angela Merkel war der Vortrag eines Gehirnforschers. Ja, der Höhepunkt auf meiner Geburtstagsfeier war der Auftritt der Höhner. Großartig. Wo wir jetzt darüber schon reden, lieber Wolfgang Bosbach, das will ich jetzt mal wirklich, was hat eigentlich Angela Merkel gegen dich einzuwenden gehabt? Gibt's da was Verborgenes, irgendein Zusammenstoß? Nein, also die Geschichte ist schnell erzählt, ich bin ja gefragt worden. Das war ja nach der Bundestagswahl 2005, nach der vorgezogenen Bundestagswahl. Mhm. Vielleicht hätte übrigens Gerhard Schröder nach dem Sommermärchen 2006 andere Stimmung im Land gewonnen, aber natürlich. Landtagswahl Nordrhein-Westfalen, Franz Müntefering ruft Neuwahlen aus, die Union gewinnt, dann kommt eine berühmte Elefantenrunde, auf der Gerhard Schröder, sagen wir mal, gut drauf war. Ich glaube, so kann man das sagen, er war gut drauf. Angela Merkel wurde dann Kanzlerin und dann ging es um das Kabinett und ich bin gefragt worden. Was zu werden? Innenminister? Ja, genau. Was stellst du dir vor? Oder ich war ja damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender, was kann jetzt noch kommen? Und habe gesagt, Angela, bitte nicht suchen für mich, aber ich habe mein Leben lang Innenpolitik gemacht. Innenminister wäre ein Traum, das würde ich gerne machen. Fraktionsvorsitzender, habe ich gesagt, oh, schwierig, es sei denn, Volker Kauder tritt nicht mehr an. Er hätte ja damals auch Kanzleramtsminister werden können. Ja, aber wenn er nicht mehr antritt, sage ich, dann ist das auch eine attraktive Überlegung.
Ein Wochenende lang, Uli, ein Wochenende lang war ich entweder Innenminister oder Fraktionsvorsitzender. Dann kam allerdings der Montag, dann kam ein Anruf, hat sich leider nichts ergeben. Such dir was anderes aus, du kannst überall Staatssekretär werden, wollte ich aber nicht. Dann habe ich gesagt, Angela, also ein bisschen möchte ich aber jetzt eine Begründung haben. Dann haben wir uns sofort verabredet. Sie hatte übrigens immer Zeit für mich, immer. Und dann haben wir uns 3-4 Tage später im Kanzleramt getroffen. Ja, ich habe es nie so richtig erfahren, was die Gründe waren. Aber ich habe danach, Uli, natürlich ist man erstmal ein paar Tage enttäuscht. Mama hat gesagt, wer weiß, wofür es gut ist. Mütter haben recht. Und ich habe danach genauso weitergearbeitet wie vorher. Ich wusste aber auch, das war's. Du wirst 2009 nicht mehr gefragt, du wirst 2013 nicht mehr gefragt und so war's. Das ist doch eine irre Geschichte. Wenn man also nach einem solchen politischen Leben immer noch nicht die letzte Wahrheit kennt, das ist doch irre. Unser persönliches Verhältnis hat darunter nie gelitten. Wir haben beim 85. Geburtstag von Helmut Markwort in München noch lange gesimst, Angela Merkel und ich. Ich hadere nicht damit. Es ist, wie es ist. Und die meisten, behaupte ich jetzt mal, die gerne Minister werden möchten. Ich will dir mal eins in aller Offenheit und ganz ernst sagen. Du haderst vielleicht nicht damit, aber ich als ein Staatsbürger, das merkst du ja immer, ich habe schon tausendmal darauf angesprochen, hadere damit immer noch, weil das finde ich wirklich unerhört, wenn ich mir vor Augen führe, welche Leute dem Kabinett angehört haben und welche eben nicht, ja, dann verstehe ich das überhaupt nicht. Dann ist da eine faule Geschichte dabei und eigentlich muss man die irgendwann mal erzählen, sodass man es wenigstens versteht. Auch wenn es unfair war und irgendeine verborgene Emotion dahinter oder irgendeine Denunziation, dass jemand zu ihr gekommen ist und hat ihr gesagt, den darfst du auf keinen Fall, weil der kommt aus Köln, ist immer so fröhlich, das darf ein Innenminister nicht sein. Wer weiß, was dahinter ist, möchte ich aber gerne wissen. So, jetzt habe ich mich mal erklärt. Ja, vielleicht war Wolfgang Schäuble zu stark. Da sind wir übrigens gleich. Der ist es ja lang geworden. Ja, das weiß ich. Jetzt nähern wir uns was. Da ist ein Name gefallen. Denn nun haben wir noch einen Überraschungsgast der Leitung. Bevor wir den vorstellen, der ist ziemlich bekannt bei euch, muss ich sagen, ach nee, das erzähle ich, nachdem wir ihn vorgestellt haben. Wer ist dran? Hallo Neapel. Neapel wählt in diesem Moment diesen Gast an. Ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Hallo, wen haben wir denn da dran, Herr Bosbach? Kennen Sie diese Stimme? Anhand von Hallo nicht. Ja. Ah, du liebst mich. Du wirst mich doch kennen. Ja, Caro, Caroline, wir haben uns schon stundenlang nicht gesehen. Stundenlang? Ja, hört mal, ich wusste nicht, dass ich direkt live bin, sonst hätte ich mir eine originellere Begrüßung einfallen lassen zu diesem sehr besonderen Anlass, wo ich jetzt zu euch geschaltet bin. Es gibt keine originelle Hallo, ist doch total angemessen. Ein fröhliches, glockenhelles Lachen. Ja, wir haben gestern Abend noch eine gemeinsame Veranstaltung gehabt. Ich wollte Folgendes erzählen. Wir beiden, Caroline Bosbach und ich, haben mal in einer gemeinsamen Talkshow gesessen. Und da ging es bei mir um die Frage, wen schlägt denn die Union als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt vor? Und da Caroline Bosbach da saß, habe ich statt Wolfgang Schäuble aus Versehen Wolfgang Bosbach gesagt. Sie hat sich wahnsinnig gefreut. Auch die Moderatorin hat sich... Ja, keiner hat mich korrigiert. Lustig. Keiner hat mich korrigiert. Pass auf, diese Geschichte ist durchgelaufen, hat in den sozialen Netzwerken ein riesen Echo gehabt. Und ich sage mal heute, ja, klassischer freudscher Fehler, ich sage heute, da hätte ich auch zu stehen können. Wirklich ernsthaft. Wenn man drüber nachdenkt, wer da heute sitzt und wer da zwischendurch mal gesessen hat, muss ich sagen, wäre kein schlechtes Ende deiner politischen Laufbahn gewesen. Also, Wolfgang, ich schlage dich hier wiederum als Bundespräsident vor. Einverstanden, Caroline? Hör mal, ich bin mit allem einverstanden. Vor allem bin ich ja heute hier, weil ich was ganz Besonderes machen darf. Ich darf euch ja eure Glückwünsche entgegenbringen. Lieber Papa, lieber Christian, ich gratuliere euch zu euren besonderen runden Geburtstagen und besonders gratuliere ich euch zu allem, was ihr in den vergangenen Jahrzehnten alles geschafft habt. Jeder von euch hat ja auf seine Weise so viel erreicht, wofür euch viele, viele Menschen sehr dankbar sind, ich eingeschlossen. Ihr seid ja beides Granaten und Legenden eures Metiers, was nur eine von vielen Gemeinsamkeiten ist, die ihr ja teilt und auf die ihr wirklich so stolz sein könnt. Beide habt ihr so viele Menschen geprägt, inspiriert, unterhalten und auch vielen geholfen. In jedem Fall habt ihr beide auch auf eure eigene Art die Welt
ein Stück weit zu einem besseren Ort gemacht. Und daher ist es mir eine ganz, ganz große Ehre und Freude, euch beiden genau aus diesem Grund auch stellvertretend für viele Menschen einfach mal von Herzen Danke zu sagen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass auch ihr voller Dankbarkeit zurück und natürlich auch nach vorne schauen könnt. Und ich wünsche euch von Herzen allzeit strahlende Gesundheit, das ist nämlich das Allerwichtigste. Und zweitens ein rauschendes Fest, auf dem ihr euch so richtig hochleben lassen könnt. Ich meine, dass das bei Papa so sein wird, das weiß ich schon. Ich darf ja leider nicht verraten, was genau passiert und wer alles kommen wird. Ich bin ja sowas von neugierig. Ja, da kannst du dich das überraschen. Das ist wie heute lassen. Hier bei uns. Genau. Die haben aber, kann verraten, auch, die haben schon die ganze Zeit lang getrunken während unserer Sendung. Ja, das wissen die auch. Das hörte sich jedenfalls so an. Auch dir, lieber Christian, wünsche ich eine ganz, ganz tolle Feier und solltest du noch einen richtigen Partycrasher brauchen, ich würde mich da zur Verfügung stellen. Der Papa weiß, dass ich das gut kann. Und in diesem Sinne, lass ich uns nehme dich bei Wort. Wir machen Kochkurs mit Wolfgang Kubicki und Gregor Gysi. Sehr guter Vorschlag. Caroline kann gut kochen. Caroline kann sehr gut kochen. Caro kann aber auch noch viel lernen. Pass mal auf, jetzt muss ich noch eine Frage loswerden. Die meine ich jetzt ein bisschen ernst in diesen fröhlichen Minuten. Liebe Frau Bosbach, was ist denn das Unverwechselbare an diesem Papa als Papa? Hör mal, wo soll ich denn da anfangen, wo soll ich denn da aufhören? Dann sitzen wir morgen früh noch hier. Das können Sie jetzt entscheiden. Also ich glaube mal, so wie wir ihn auch kennen, was ihn ganz besonders macht, ist neben all der Ernsthaftigkeit, mit der er seine Arbeit betreibt, dass er das Ganze immer mit einer gewissen Portion Humor auch rüberbringen und kommunizieren kann und vor allem mit einer Klarheit, Prägnanz und Ehrlichkeit durchs Leben geht. Und pass auf, das ist alles wunderbar, aber so kennen wir ihn ja. Aber ich meine jetzt, was macht ihn als Papa so besonders? Wie ist er denn der Tochter gegenüber? Er ist genauso lustig wie zu euch. Er ist auf jeden Fall jemand, der uns viele Freiheiten gelassen hat, weil ich kann aus Kindersicht sagen, dass das ein ganz großes Geschenk ist. Das heißt, Papa hat immer gesagt, guckt einfach, dass ihr ordentliche Noten nach Hause bringt, ansonsten dürft ihr mehr oder weniger freie Hand haben. Und was für mich ganz persönlich aus Kindersicht da auch ein ganz großes Geschenk gewesen ist, dass ich von ihm so viel lernen durfte. Wie viel er mir auch beigebracht hat, was er mir vorgelebt hat und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich finde, das war ein gutes Schlusswort. Ganz lieben Dank, Caroline Bosbach. Papa ist gerührt. Alles Gute, Caroline. Hab dich lieb. Alles Gute, Papa. Ich hab die Tränen sind kullern gehört. Wie schön. Tschüss, ihr Lieben. Danke, tschüss. Ciao, ciao. Danke, herzliche Grüße. Ja, das war fast schon das Schlusswort für unsere Geburtstagsüberraschung für euch. Doch vorher wollen wir, lieber Christian, natürlich auch nochmal in deine Heimat ins Saarland schalten. Ich sag mal Hallo nach St. Ingbert im Saarland. Lieber Christian Rach, hier ist Uli Meier. Ich bin Oberbürgermeister der Biosphärenstadt St. Ingbert. Ich möchte Ihnen aus der Heimat die herzlichen Glückwünsche alle St. Ingberterinnen und St. Ingberter überbringen. Sie verbinden das, was unser Saarland, die Region hier, auszeichnet. Gutes Essen, aber auch das Engagement füreinander. Alles Gute zum Geburtstag. Wir haben ja noch ein zweites Geburtstagskind, Wolfgang Bosbach. Auch ihn darf ich alles Gute zum Geburtstag wünschen. Er ist zwar kein Saarländer, aber er verbindet klare Positionen und einen jovialen Ton miteinander. Alles Gute zum Geburtstag. So, ihr Lieben, unsere kleine Geburtstagsfeier für euch. Wir hoffen, sie ist gelungen und auch die Hörerinnen und Hörer hatten ihren Spaß daran. Ja, und der letzte Gratulant wird ein musikalischer Gast sein, den ihr in der vergangenen Folge interviewt habt. Der kennt sich aus mit Charthits und großen Familien und sagt, Familie ist wie ein Wolfsrudel. Da muss am Ende immer einer sagen, wo es lang geht. Er kennt das noch von Papa Dan Kelly. Hören wir mal rein. Bosbach und Rach, die Wochentester. Die Geburtstagsüberraschung. Hey Wolfgang, hey Christian, hier ist Michael Patrick Kelly. An dieser Stelle nochmal viel, vielen Dank für das tolle Gespräch letzte Woche. Und ich wünsche euch beide Happy Birthday von ganzem Herzen. Viel Gesundheit, viel Glück, viel Frieden und Klarheit und Wahrheit, die ihr ja mit diesem Podcast an so viele Menschen bringt. Vielen Dank für das, was ihr tut, für das, was ihr seid. Weiter so und hasta la vista. Happy Birthday. Und wir versprechen an dieser Stelle nicht mehr zu singen. Warum eigentlich? Lieber Wolfgang, lieber Christian, ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieses die letzte Folge der Wochentester vor der Sommerpause ist. Könnt mir keine bessere vorstellen an diesem Ort, an diesem Platz, an diesem Tag. Ich umarme euch beide, wie sagt man, fernmündlich. Am 12. August seid ihr wieder zurück. Und nun
das Schlusswort, denn das gehört euch. Ja, ich sage, lieber Uli Jörges, lieber Luciano, lieber Jochen, vielen, vielen Dank für diese wirklich tolle Geburtstagsüberraschung. Und nicht nur für diese Überraschung, sondern dir, lieber Uli, dass du immer einspringst, wenn Wolfgang oder ich mal nicht können und dass du da nicht zögerst. Das finden wir ganz großartig, auch wenn wir dich manchmal ein bisschen bremsen müssen und wieder einfangen müssen. Luciano im Hintergrund, der immer die ganze Produktion macht und regelt. Dankeschön. Und das alles gestaltet. Und natürlich Jochen mit seinem Team, der die gesamte redaktionelle Arbeit leistet. Großartig. Und was Wolfgang ganz und ich möchte mich bei Wolfgang bedanken, dass wir beide seit fast 2 Jahren, 1/3 Jahr, so eine tolle Nummer da zusammen machen, erfüllt mich mit Freude. Und ich hoffe, dass wir auch nach der Sommerpause, und das ist eine Aufforderung an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, kommen Sie zurück, denn Wolfgang Bosbach und ich, wir haben noch Lust, weiterzumachen. Es wird spannend weitergehen. 12. August, bitte vormerken, da geht's weiter. Ich sage auch von Herzen Dank an alle Beteiligten. Wir haben wirklich nichts gewusst. Christian Rach und ich von gar nichts. Umso größer war die Freude und ein herzliches Dankeschön für die wirklich tolle, für die gute Zusammenarbeit. An alle die, die gerade schon genannt worden sind und auch von mir die herzliche Bitte, bleiben Sie den Wochentestern treu. Wir geben auch nach dem 12. August wieder unser Bestes. Alles Gute. Dann sage ich an dieser Stelle ganz lieben Dank an Uli Jörges, denn der hat zwar einen Ablauf gehabt, aber der hat diesen Ablauf mit einem Leben gefüllt, weil da manchmal auch nur stand Interview mit. Und das war Freestyle und da war vieles ganz spontan und dafür bedanke ich mich herzlich. Das war schon Herz auch richtig toll. Ich habe ein Herz für euch alle, muss ich sagen, für euch alle. Das macht mir einen großen Spaß. Und so zwei Kämpfer in dieser Sendung wie euch beide kann man ja nicht übertreffen. Also insofern fühle ich mich wohl bei euch und sage euch, wenn ich nach der Sommerpause gelegentlich wieder dabei bin, freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank. Toll. Super. Ich finde, diese Sendung geht jetzt hier einfach mit dem Gelaber zu schlecht aus, ja? Ja, ne? Man kann das Liedchen singen. Also, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny, which nobody can deny, which nobody can deny, for he's a jolly good fellow. Tante Aguri, jawohl. Oh, sehr gut, weiter. Arrivederci. Ciao, ciao. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein Maßgenau-Podcast, powered by Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.